Ich verstehe dich, ich verstehe dich. Ich werde das wieder rückgängig machen. Also ich habe selber nicht mitbekommen, weißt du, weil du weißt ja selber, wie das ist, wenn man oben ist, man sieht nicht alles, weißt du. Ja, Deswegen, ich nee, weiß nee, nicht. ich verstehe dich. Es ist total schwierig, als Host den Chat im Blick zu haben, mit den Leuten zu sprechen, sein Konzept zu fahren. Vollstes Verständnis, deswegen komme ich auch mit Respekt zu dir. Jetzt wird mir hier schon geschrieben, ja, das macht ihr aber auch. Ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Ich kann nur für meinen Chat Live-Chat sprechen. Ich kann nicht für die anderen Brüder sprechen, genauso wie der Mensa Wien nicht für die anderen Christen sprechen kann. Aber ich finde, Mensa, du machst einen coolen Job. Natürlich aus deiner Sicht, ja, du bist respektvoll. Ich erlebe, wenn ich durchswippe, dich immer respektvoll in coolen Art und Weise reden. Ich glaube, da sind wir irgendwie, wie soll ich sagen, von der Art her gleich, dass wir ein ruhige Richtig. Missionarsding machen. Richtig. Jeder auf seine Art, aber ich finde, der Respekt sollte irgendwo noch gewahrt bleiben und die Richtig. Menschlichkeit. Und deswegen appelliere ich da einfach an dich. Richtig, ja. Ja, das war's auch. Mehr will ich gar nicht sagen. Ich wünsche dir ansonsten noch einen schönen Tag. Danke für die Rücknahme. Sollte ich irgendetwas gemacht haben, was falsch war, entschuldige ich mich. Ja, Aber alles heute gut, alles gut. definitiv habe ich weder beleidigt noch irgendetwas. Ist auch Alles nicht gut. meine Art, das kennst du. Ja. Ja. Alles gut. Guck mal, ich habe wieder rückgängig gemacht. Also du kannst Ich auf habe jeden es Fall gesehen. Vielen herzlichen zurückgehen. Dank. Ja. Wirklich Props dafür an dich. Und auch Respekt an dich, dass du hochgekommen bist, um das zu sagen. Also wirklich, du hast Ja, recht. bitte, wenn du irgendwas anderes siehst und du mal mit mir durchswitcht, sag's mir. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht oder hat auch den Chat nicht im Blick, wie du es gesagt hast. Ich bin für jedes konkretes Feedback immer dankbar. Ja? Okay, gleichfalls. Ja, danke dir auf jeden Fall, Pass Dicker. auf dich auf, gell? Mach's gut. Ciao, ciao. Du auch, mach's gut. Ciao, ciao. So. Ach so, Angelina ist wieder da, warte. Angelina, ich hoffe, jetzt ist dein Empfang besser, weil vorhin war das schlimm. Hörst du mich, Angelina? Ja, ich höre dich. Hörst du mich? Ja, jetzt ist viel besser, genau. Okay, Erzähl mal. perfekt. Also guck mal, ich habe eine Frage an dich. Du sagst ja, Jesus ist Gott. So, warum, also erstens, warum muss ein Gott sterben, um Sünden zu vergeben? Ich dachte, Gott ist allmächtig. Gott soll doch anscheinend allmächtig sein. Jesus kann doch alles. Jesus kann doch Sünden vergeben. Er konnte Menschen heilen, anscheinend. Warum muss ein anscheinender Gott sterben, dass wir, also dass die Christen anscheinend ins Paradies kommen, dass die Sünden vergeben werden. Verstehst du, was ich meine? Okay, Aus Angelina, welchem wenn du. Grund? Kann ich antworten, oder? Ja, klar. Okay, also wenn du sagst, Gott ist allmächtig, ne? Aha. Und wenn Gott allmächtig ist, ja, und er ist allwissend und er ist allweise und Ja. er selber entscheidet, für die Menschen zu sterben, wer bist du, dass du das in Frage stellst? Ein Gott muss nicht sterben, um Sünden zu vergeben. Ein Gott ist allmächtig. Aber wer bist du die Person, die entscheidet, was Gott zu tun hat, oder er? Nein, hör mir mal zu. In der Bibel steht, Gott ist allmächtig, Gott kann alles. Du Naja, kannst in und der wenn. Bibel. Ich habe die Bibel mehrmals gelesen. Ich war 15 Jahre lang Christ, ich weiß, wovon ich rede. In Okay, der kann ich Bibel reden? steht, Kann ich reden? Oder? ja, Okay. kannst du. Du bestätigst gerade, Gott ist allmächtig. Gott kann machen, was er will. Ja, Und wenn dieser genau. Gott entscheidet, ein Mensch zu werden, um für die Menschen zu sterben, um am dritten Tag wieder aufzustehen, wer Ja. bist du, dass du seine Entscheidung in Frage stellst? Ich bin niemand, wir sind alle niemand. Jeder einzelne Genau. Mensch hier auf dieser Welt ist keiner. Aber guck mal, wie sehr sich die Bibel widerspricht. In der Bibel steht, ein Gott ist allmächtig und also jede Religion hat einen Gott und jeder von seiner Religion kann sagen, dass ein Gott allmächtig ist. Wir Muslims sagen, unser Gott ist allmächtig. Allah kann alles. Allah kann uns vergeben, egal was wir gemacht haben, egal was unsere Vergangenheit war. Warum muss dann ein Gott sterben, um Sünden zu vergeben? Ein Gott ist doch allmächtig. Und ich möchte jetzt, dass du mir diese Frage stellst. Und weil du wiederholst dich die ganze Zeit, ja, er wollte es so, er wollte auf die Welt kommen, er wollte Mensch werden. Nee, ich will jetzt von dir eine Antwort wissen, warum muss er sterben, um Sünden zu vergeben? Das ist doch dann kein Gott. Für mich ist das kein Gott. Was ist das für ein Gott, wenn er sterben muss und Sünden vergeben muss? Okay, bist du fertig? Ja. Okay, danke schön. Also ist eine gute Frage, die ich eigentlich schon beantwortet habe, aber du warst mit meiner Antwort nicht zufrieden, weil du hast selber gesagt, er ist ein allmächtiger Gott. Und dann sage ich dir oder ich frage dich, kann ein allmächtiger Gott nicht entscheiden, was er zu tun hat? Ne, dann hast du ja gesagt und dann habe ich gesagt, okay, dieser allmächtige Gott hat entschieden zu sterben und ist am dritten Tag wieder auferstanden. Aber du sagst, nö, weil er Gott ist, darf er das nicht machen nach dem Motto. Also Ich du habe willst nicht gesagt entscheiden. darf.
Ich habe Lass nicht mich mal. gesagt, da. Du hast gesagt, warum muss ein allmächtiger Gott so etwas tun? Und ich habe dir gesagt, weil gerade weil er allmächtig ist, ja, gerade weil er Gott ist, kann er tun und lassen, was er will. Ich glaube, sogar im Koran steht, Allah tut, was er will. Also wer bist du, dass du zu sagen hast, was er tun soll und was er nicht tun soll? Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, der Grund, warum er sterben musste, ist, weil wir Sünder sind. Okay, wir haben sein Gesetz gebrochen. Er ist ein heiliger Gott. Ja, er ist ein gerechter Gott. Und normalerweise müsste er uns für unsere Sünden in die Hölle schicken. Er müsste uns dafür bestrafen. Aber dieser Gott ist auch gnädig, er ist barmherzig. Aber weil er gerecht ist, er muss für die Sünden, die wir begangen haben, bezahlt werden. Und deswegen ist er ein Mensch geworden. Warum? Weil kein Mensch in der Lage ist, um für die Sünden der Menschen zu bezahlen, außer er selbst. Deswegen hat er die menschliche Natur angenommen, hat sein Gesetz erfüllt, perfekt ohne Sünde gelebt und dann hat er sein Leben geopfert, damit wir ewiges Leben haben. Und dieser allmächtige Gott hat bewiesen, dass er allmächtig ist, indem er am dritten Tag von den Toten wieder auferstanden ist. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber wenn du damit glücklich bist, dann, Okay. also wenn du Also, daran glauben möchtest, also ja, ich glaube ist daran. Also du glaubst, also warte mal kurz, warte mal kurz. Das heißt, du bist jetzt Muslimin geworden und du glaubst, du hast Frieden mit Gott, richtig? genau. Okay, das heißt, du könntest jetzt sicher sagen, dass wenn du heute stirbst, dass du ins Paradies kommst, ohne dass du in die Hölle gehen musst? Inshallah, kommen wir alle ins Paradies? Nee, beantworte meine Frage. Die Frage, die ich gestellt habe. Bist du dir sicher? Weil du hast ja gesagt, du hast jetzt Frieden mit Gott. Bist du dir sicher, dass wenn du heute stirbst, dass du für keine Sekunde in die Hölle gehen musst, sondern dass du direkt oder irgendwann direkt, ohne in die Hölle gehen zu müssen, ins Paradies kommst? Bist du dir sicher? Guck mal, im Endeffekt wissen wir nie, wann wir sterben. Beantworte Und wir bitte meine machen. Frage. Ich Beantworte bitte beantworte meine gerade, Frage. ich beantworte gerade dein, ich will dir gerade deine Frage beantworten, aber du redest mir die ganze Zeit rein. Im Okay. Endeffekt, wir machen gefühlt jede Minute eine Sünde, verstehst du? Und keiner weiß, wann wir sterben. Deshalb, ich denke schon, dass ich ins Paradies kommen werde. Ich denke das. Aber man kann es nicht 100% wissen, weil wenn ich vor einer Minute eine Sünde begangen habe, wenn ich gerade jemanden beleidigt habe und genau in dieser Minute sterbe, werde ich nicht ins Paradies kommen, weil ich vor einer Minute gerade eine Sünde begangen habe. Das ist genauso wie bei euch. Gott unterscheidet nicht, ja, das war jetzt eine größere Sünde, das war jetzt eine kleinere Sünde. Sünde ist Sünde. Es ist genauso, Mord ist eine Sünde und Beleidigung ist eine Sünde. Gott unterscheidet nicht die Sünden. Eine Sünde ist eine Sünde. Also verstehst du, was ich meine? Okay, alles gut. Ja, ich nehme deine Antwort an. Und Leute schreiben Angelina for President. Okay, dann sage ich das auch, Angelina for President. Und auf jeden Fall, ich will nicht weiter mit dir diskutieren. Ja, ich respektiere deine Meinung, dass du auch hochgekommen bist, um Fragen zu stellen, um auch Fragen zu beantworten. Ja, und ich hoffe auf jeden Fall, dass du nachdenkst darüber, was wir heute besprochen haben. Und ich wünsche dir auf jeden Fall Gottes Segen und alles, ja. Es sei denn, du Okay. hast noch eine Frage. Pff, nee, eigentlich nicht. Okay, dann Gottes Segen, ja? Ja. Ciao. Ciao, ciao. Ah, okay. Ja, was geht? Segen, Mensa, Bruder. Gottes Segen, mein Bester. Bruder, ich wollte die persönlich was fragen, weil die hat gesagt, die kennt sich mit dem Christentum aus. Ich wollte nur was fragen, nichts Ja, anderes. Ich Dicker. wollte wieder runtergehen. Nee, alles gut. Dicker, guck mal, man hat ja gemerkt beim Reden, dass sie schon ihre Meinung hat, okay? Und wenn du so etwas merkst, dann macht es manchmal keinen Sinn, weiter zu diskutieren, weißt du, weil Natürlich, Bruder, ich der will, Ding ist ich, einfach. ja, hundertprozentig, Bruder. Da Richtig. stimme ich dir, da stimme ich dir zu, aber ich wollte gar nicht diskutieren. Ich wollte eine Frage fragen, weil sie hat gesagt, sie kennt sich mit dem Christentum aus. Und darum eine ganz normale Standardfrage, weil ich kenne so viele Menschen, die sagen, ich kenne mich mit dem Christentum aus, ich kenne mich mit dem Christentum aus. Aber dann fragst du sie eine ganz normale, oberflächliche Frage, die jeder Christ beantworten kann oder jemand, der Christ war, beantworten kann. Aber Richtig. alles gut. Dicker, du hast gesehen, ich habe ihr eine ganz einfache Frage gestellt und jeder hat ihre Antwort gehört. Und da habe ich schon gemerkt, okay, mit dieser Person kann man nicht weiter diskutieren, weißt du? Also jeder hat ja gehört, wie sie geantwortet hat und daran dachte ich mir, okay, guck mal, Ja. erstens, sie ist sehr jung, zweitens, sie ist ein Mädchen und ich wollte sie jetzt nicht losstellen, weißt du, deswegen, Ist egal. klar, ist klar. Ich wollte halt einfach. Aber Melzer, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten. Erzähl mal. Wenn ich Simon kann, oder. ja, aber. Okay, Bruder. Simon oder Petrus, Bruder? Wie Simon oder Petrus? Genau das wollte ich, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ich wollte.
Boah, egal. Alles gut, beide, Bruder, beide. Sag ja? einfach beide. Ja, beide. Mach mal Dings. Ich mach jetzt Werbung für mich. Nein, Mensa, tut mir leid. Like mal alle mein neues Video, bitte. Ich will live gehen. Guck mal. Du benutzt mich als Schleichwerbung, ja? Ich benutze dich gleich. Warte, ich benutze dich bis jetzt. Okay, guck mal, Leute, ey. Guck mal, geht mal auf sein Profil und er hat irgendwas da auf seinem Profil. Ihr könnt ja alle gucken, was auch immer das ist, keine Ahnung. Ein Video, Bruder, wo ich singe. Aber ich schaffe dafür nichts. Kannst du auch schön liken, Bruder. Ein Video, wo ich singe, kannst du auch schön liken, Bruder. Weißt ja, ich werde es mal abchecken. Guck mal, hier sind 300 Leute. Guck mal, ich brauche nur noch 200 Follower und ich kann live gehen. Mach mal bitte alle voll. Seid mal. Okay, reicht. Guck mal, du bist jetzt 5 Minuten oder so. Alle. Das Evangelium muss jetzt proklamiert werden, Bruder. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Du bester Mann, ja. Was geht, Aywa? Aywa, ey, Bruder, ich bin zwar ein bisschen jung und so, aber ich hätte eine Frage an dich. Du hast doch vorhin gesagt, 18, dass ja? Jesus die Menschen gerettet hat. Aywa, warte mal kurz. Bist du 18? Ja. Was? Bist du 18? Ich bin halt unter 18, aber ich hätte nur eine normale Frage an dich. Okay, guck mal, versprich mir, dass wenn ich deine Frage beantworte, dass du runtergehst und nicht mit mir diskutierst. Ja, Bruder, ich will nicht diskutieren, ich will nur eine normale Frage an dich stellen. Okay. Und zwar, du hast ja vorhin gesagt, dass Jesus Menschen gerettet hat, ne? Und deswegen ist er jetzt Gott, weil er Menschen da gerettet hat oder so. Das habe ich nicht gesagt. Ach so, dann habe ich falsch gehört, dann tut es mir leid und... Mhm. Jo, dann. Soll ich sagen, was ich meinte? Was meintest du denn? Ich meinte, er ist Gott und deswegen hat er die Menschen gerettet, weil nur Gott ist in der Lage, die Menschen zu retten. Okay, dann danke ich auf jeden Fall, dass du beantwortet hast. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Warte, bist du ein Christ? Nein, ich bin kein Christ. Alles gut. Okay, aber weißt du, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und dass, wenn du an ihn glaubst, dass du ewiges Leben bekommst? Also, hallo? Ich will dir jetzt nicht diese Frage da etwas beantworten und so, weil ich wollte eigentlich nur nochmal diese Fragen fragen, weil ich da nicht gut verstanden habe oder nicht gut zugehört habe, deswegen. Und okay, ja. Okay, alles gut, okay. Jo, dann. Ja, dann Gott segne. Du musst mich rausmachen, okay. Ich kann nicht. Ja, alles gut, ich mach dich raus. Mensa, Gottes Segen. Gottes Segen, mein Besser. Ja, leider ein bisschen spät. Ich wollte nur die Dame was fragen, aber du hast schon damit alles beantwortet, weil sie war geschminkt, hatte freizügige Bilder auf ihrem Profil, war aber ohne Kopftuch. Da wollte ich sie fragen, wenn du doch Allah so sehr liebst. Weißt du nicht, was Allah zu Frauen gesagt hat, die sich nicht bedecken? Sie sagt, Inshallah, ich komme ins Paradies, aber sie kommt 500 Jahre in die Hölle dafür, dass sie kein Kopftuch hat. 500 Jahre. Ja, Bruder, das Ding ist, guck mal, ich könnte zeigen, Koran suchen und Hadith und alles Mögliche, weißt du? Aber so, ich denke mir, hey, du kannst zeigen, was du willst, die werden eh nicht glauben. So, ja. Und zwar, du weißt ja selber, es heißt immer, ja, falsch übersetzt, bla bla bla, so weißt du. Deswegen, mein Ziel ist es, okay, ich versuche dann am Ende des Tages das Evangelium mitzugeben und wenn die Person das annimmt, cool, wenn nicht, dann okay, weißt du. Ja, nee, du hast ja damit alles beantwortet, wo du gesagt hast, sie ist ein Mädchen, du willst sie nicht bloßstellen. Genau. Aber das ist ja wichtig für die zuhören, andere Frauen, damit sie nicht so in die Irre gehen. Ich meine, ja, sie sagen, Alhamdulillah, ich bin Muslima, aber... Mhm. Sie verhalten sich nicht so. Sie haben das einfach nur angenommen wegen Freunde und hin und her. Wir wissen das ja beide sehr gut, wie das ist. Richtig, ja, ist so. Schade, das macht mich traurig, weißt du. Ist so, das ist ja das Ding daran. Also sie sagt, sie ist eine Christin, sie hat die Bibel mehrmals gelesen, aber die erste Frage, die sie mir gestellt hat, ist, wie ich darauf komme, dass Jesus Gott ist. Ich meine, wenn sie ja behauptet, sie hat schon mal die Bibel gelesen, ich meine, wozu stellt sie mir diese Frage? Weil das müsste ja eigentlich in der Bibel zu finden sein, oder?
Also, Wer die Bibel liest und den Koran liest und das vergleicht, das Leben zwischen Jesus und Mohammed, und sich dann für Mohammed entscheidet und das in der Schahada ausspricht, der hat noch nie sie hatte noch nie die Bibel gelesen, Bruder. Wir wissen das. Also ich habe das rausgehört. Niemals. Ich weiß, ja. Ich habe es auch gemerkt. Also, Bruder, ich habe dir eine ganz einfache Frage gestellt. Hast du Frieden mit Gott? Ja, habe ich. Okay, glaubst du, dass du sicher ins Paradies kommst? Ich denke, das Sünde ist so, größere Sünde, kleinere Sünde, Bruder. Das hatte nichts mit meiner Frage zu tun. Und selbst Mohammed wusste nicht, ob er ins Paradies kommt, aber sie wusste es. Bruder, man hat sie einfach in irgendeine Moschee geholt, also guck mal, die Christen sagen, ein Mensch wurde Gott, ein Gott kann nicht sterben, sie glauben an sowas, die kommen alle mit denselben Fake-Argumenten und ziehen so Leute in ihre Religion. Deswegen ist gut, dein Streams, alle Streams sind gut. Dass Menschen Richtig. eine Chance haben, auf eine zweite Meinung überhaupt zu hören. Hey Leute, das ist Richtig. nicht so. Richtig, richtig, richtig. Ja, Bruder, danke auf jeden Fall für deinen Beitrag, Ja, Bruder. alles gut, ja. Ich danke dir, ich höre dir zu. Das Ja, kann gerne. man Gottes Segen. Segne dich. Ja, Leute, ich nutze jetzt nochmal die Zeit, ja, weil wir jetzt so viele Leute hier drin haben, um noch kurz das Evangelium zu erläutern. Also, guck mal, ihr wisst, das Mädchen war hier drinne. Ich will jetzt nicht ihren Namen nennen, ja. Ich will sie jetzt nicht bloßstellen. Aber Fakt ist, jeder, der wahrhaftig ein Christ war, weiß ganz genau, dass die Bibel lehrt, dass Jesus Gott ist. Ne? Ob man daran glaubt oder nicht, ist eine andere Sache. Okay. Und jeder, der die Bibel liest, weiß, dass Jesus gestorben ist, am dritten Tag wieder auferstanden ist, damit wir Vergebung der Sünden haben. Warum? Weil eine Sünde führt nun mal zum Tod. Okay. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Ja, wenn ich von dir dein Auto kaputt mache, ja, und du bringst mich vor dem Richter, vor einem Richter, ja, dann ist der Richter verpflichtet, gerecht zu handeln. Ja, das heißt, wenn ich diesen Schaden verursacht habe, dann muss ich entweder dafür bezahlen oder irgendjemand muss dafür bezahlen. Und in der christlichen Theologie ist es nun mal so, dass Gott selbst für unsere Sünden bezahlt hat. Warum? Weil wir nicht in der Lage sind, um für unsere Sünden zu bezahlen. Wir können Gott nichts. Ich meine, was willst du Gott geben? Denkst du wirklich, guck mal, Muslime denken, dass ihre guten Taten irgendwie multipliziert werden oder so und dass sie dann dadurch ins Paradies kommen. Ne? Aber ich sage dir als Christ, dass meine Sünden überwiegen meine guten Taten milliardenfach. Okay, erstens das, milliardenfach überwiegen meine Sünden meine guten Taten. Plus meine guten Taten. Ich meine, wozu soll, guck mal, wenn du in Deutschland lebst und es gibt ein Gesetz, ja, die du befolgst, dann ist es deine Pflicht. Du wirst nicht dafür belohnt, dass du bei Rot stehen bleibst, sondern es ist deine Pflicht, bei Rot stehen zu bleiben. Wenn du bei Rot trotzdem die Straße überquerst, dann hast du das Gesetz gebrochen. Und genauso ist es bei Gott. Du musst das Gesetz Gottes halten. Und wenn du das brichst, dann wirst du dafür bestraft. Okay, alles andere, was du bekommst von Gott, die ganzen Segnungen, die ganzen Geschenke, alles drum und dran, das Leben selbst, du bekommst alles durch seine Gnade. Du bekommst nichts von Gott, weil er irgendwie verpflichtet ist, dir etwas zu geben, sondern du wirst von Gott gesegnet, weil er gnädig ist aus Gnade. Es ist ein Geschenk Gottes. Okay, das heißt, wenn Jesus für dich gestorben ist, damit du ewiges Leben hast, Muslime sagen immer, hä, es ist doch voll ungerecht. Es ist so ungerecht, dass ein Unschuldiger für mich stirbt. Ja, es ist ungerecht. Du hast recht. Wenn Gott Gerechtigkeit anwenden würde, dann würdest du in die Hölle gehen. Das stimmt. Das heißt, das, was Jesus für dich getan hat, war ungerecht. Oder das, was Gott getan hat in Jesus Christus, war ungerecht, ja. Aber das war Gnade. Okay, und wenn du Gerechtigkeit willst, kein Problem. Gott sagt, ey, kein Problem. Wenn du Jesus ablehnst, wirst du schon meine Gerechtigkeit bekommen. Du wirst vor Gott stehen und du wirst dich vor Gott verantworten für jede einzelne Sünde, die du begangen hast. Und dann wirst du Gottes Gerechtigkeit erfahren und dann wirst du erfahren, dass du für immer und ewig in die Hölle musst. Warum? Weil du gegen Gott gesündigt hast. Aber wenn du Gottes Gnade willst, dann solltest du jetzt Jesus Christus annehmen. Warum? Weil Jesus Christus die Strafe angenommen hat, die dir zusteht und die mir zusteht. Okay, das ist der Unterschied. Aber wenn du sagst, nö, du glaubst nicht daran, du willst lieber selber für deine Sünden bezahlen. Kein Problem, Bruder. Kein Problem. Keiner zwingt dich, ein Christ zu werden. Keiner zwingt dich, die Gnade Gottes anzunehmen. Ich meine, warum sollte ich dich zwingen, ein Geschenk anzunehmen? Du kannst selber entscheiden, ein Geschenk anzunehmen, oder du kannst sagen, hey, nee, ich nehme dein Geschenk nicht an. Ich will selber dafür arbeiten. Kannst du auch machen. Aber ich sage dir,
Wunder dich nicht, wenn du dich in der Höhle wiederfindest. Okay? So viel dazu. So, Mohammed kommt mir bekannt vor. Was geht? Was geht? Wie geht's dir? Oh, gut, und dir? Auch gut, auch gut. Du bist sehr jung, deswegen stell mal bitte deine Frage, dann musst du wieder runter. Nein, ich habe keine Frage, ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Ah, okay, danke schön, ja. Bitte schön, ja, ciao. Gut. Ey, warte. Bist du noch da? Ja, also, ich bin ein bisschen erkältet, also falls dich wirklich interessiert, wie es mir geht, ich bin ein bisschen erkältet. Okay, passt, danke. Okay, gute Besserung. Dankeschön. Ja, guck, sowas ist auch nett. Sowas ist nett. Guck mal, er kommt extra hoch, um mich zu fragen, wie es mir geht. Und genauso sollte es sein. Weißt du, er ist korrekter Junge. Ja. Ich dachte erstmal, er hat eine Frage, aber er meinte, hey, nee, ich habe keine Frage. Ich wollte nur wissen, wie es dir geht. Sowas hört man auch nicht alle Tage, aber das ist krass. Respekt. Dankeschön an alle, die mir gute Besserung wünschen. Gott segne euch alle. Ah, Mann. Sieht da gut aus. Ja, einen schönen guten Tag wünsche ich dir. Wunderschönen guten Tag. Ja, mein Freund. Ja, ich wollte eigentlich, ich habe keine Frage, sondern ich wollte eigentlich zu dem Mädel, was vorhin on war, was da vorhin geredet hat, und zwar die Frage, ob sie, wenn sie stirbt, ob sie ins Paradies geht. Ob sie es weiß, ob sie ins Paradies geht oder nicht. Mhm. Was sie da nicht beantworten konnte. Also du möchtest für sie beantworten, ja? Ja, ich meine, als ich bin jetzt... ich meine, ich bin Muslim und die Antwort, die glaube ich die meisten Muslimen. Okay, du bist jetzt Kaffee trinken, also. Nö, nee, natürlich. Natürlich bin ich Kaffee trinken. Ich meine. Nee, du warst weg, meine ich. Nein, das war nicht. Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich, ja. Die Frage, ob die Muslime wissen, ob sie in die Hölle oder in den Himmel kommen oder in Paradies kommen, ich glaube eher, dass es daran liegt, dass die Muslime die Hoffnung haben, ins Paradies zu kommen. Also wir wissen nicht, ob wir ins Paradies kommen. Mhm. Also das weiß nur der Allmächtige alleine. Mhm. Und das glaube ich, geziemt keinem Menschen dieser Erde zu sagen, ich komme in den Himmel oder der kommt in die Hölle, mhm, weil der jetzt Christ ist oder der jetzt Jude ist oder sonst irgendwas. Nein, diese Entscheidung liegt bei dem Allmächtigen, nicht bei dem Menschen. Aber es steht doch im Koran geschrieben, dass Leute, die nicht Muslime sind, dass sie in die Hölle kommen. Nein, also erstmal zurück auf den Post, jetzt Jesus war kein, er war kein Muslim. So, da muss man auch, glaube ich, klar definieren. Nee, aber wenn man, kannst du auf meine Aussage eingehen? Also ich gehe definitiv, meine ich, das liegt beim Allmächtigen. So, nee, aber ich hab doch gesagt, es steht doch im Koran mehrmals, dass Ungläubige in die Hölle gehen. Oder ja, das Problem ist einfach der Name oder der Satz Ungläubiger. Also ich nehme an, du meinst den Kafir, dass der in die Hölle kommt. Ja, was ist denn ein Kafir? Ein Kafir, das ist natürlich die falsche, auch wenn du es jetzt ins vielleicht ins Lächerliche ziehst. Der Kafir ist nicht ungläubig. Definitiv gibt es keinen ungläubigen Menschen auf der Erde. Ein Kafir bedeutet ins Deutsche nicht ungläubig. Okay, so. Wenn ich jetzt Islam ablehne, komme ich in den Himmel? Ablehne, komme ich in den Himmel? Das Problem ist der Islam. Die Definition Islam. Ablehne, komme ich in den Himmel? Heißt das, dass wenn du einen Gott... die Definition warte mal kurz, warte mal kurz. Also ich habe dich jetzt gestummt, weil ich mich doppelt gehört habe. Du kannst dich jetzt wieder einstummen und danach hoffe ich, dass es besser ist. Du kannst dich wieder einstummen, bitte. Weil ich hatte mich doppelt gehört. Hallo? Arix, ich habe dich auf stumm gemacht. Du kannst dich wieder entstummen. Du musst wieder auf Mikrofon drücken, dann wirst du entstummt. Auf stumm gemacht. Du kannst dich wieder entstummen. Du musst wieder auf Mikrofon drücken. Okay, warte mal, ich nehme dich raus. Okay. Schick mal bitte nochmal eine Anfrage. Schick mal bitte nochmal eine Anfrage. Schick mal bitte nochmal eine Anfrage und dann genau, kommst du. Okay, guck mal, Leute, ja. Er meinte gerade eben, dass Allah am Ende des Tages entscheidet, wer ins Paradies kommt und wer in die Hölle geht. Und meine einzige Aussage war, dass es steht doch im Koran klipp und klar geschrieben, dass Ungläubige in die Hölle gehen. Und darauf habe ich bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Deswegen, wir werden jetzt gucken, ob wir eine Antwort bekommen.
Hallo Arix? Ja, hallo, hörst du mich? Genau, also im Koran steht, dass Ungläubige, also Menschen, die den Islam ablehnen, so wie ich, dass wir in die Hölle kommen. Glaubst du daran oder glaubst du nicht daran? Nein, ich glaube nicht daran. Das ist einfach nur, du musst so verstehen, dass, wie gesagt, Kafir, das bedeutet ins Deutsche nicht ungläubig. Okay. Es gibt also, keine heißt, ungläubigen Menschen. Es gibt keine ungläubigen Menschen. Kafir, das musst du richtig übersetzen. Und zwar, Kafir heißt vom Dunklen umgeben. Ja, das heißt, ein Mensch, der verwirrt ist, ja, also das heißt nicht ungläubig, es gibt keine ungläubigen Menschen, alle Menschen, auch wenn man sich als Atheist nennt oder sonst irgendwas, alle Menschen glauben, also das ist schon mal, Kafir bedeutet nicht ungläubig. Okay, du bist Moslem, ja? Natürlich, ja. Und du glaubst, dass, obwohl ich kein Moslem bin und Islam ablehne, dass ich vielleicht in den Himmel komme? Also erstmal Islam oder Muslim, ja, Muslim bedeutet Gott ergeben. Noch meine Frage Gott. War etwas anderes. Nochmal. Islam oder Muslim bedeutet nach Gottes Regeln leben. So, okay. Wenn du jetzt nach Gottes Regeln lebst, so, dann wirst du definitiv, dann, das ist damit gemeint. Also Muslim ist jetzt nichts anderes als, du kannst ja sagen, ich lebe nicht nach seinen Regeln, da bist du kein Muslim. Wenn du nach seinen Regeln lebst, bist du ein Muslim. Wenn Jesus. Okay, ich stelle mir meine Frage nochmal. Du bist ein Muslim, richtig? Ja, oder? Richtig, ja. Und du glaubst, dass Mohammed der letzte Gesandte ist, richtig? Der letzte Gesandte, ja. Okay, also ich bin ein Christ. Ich glaube nicht, dass Mohammed der letzte Gesandte ist. Ich glaube nicht mal, dass er ein Prophet ist. Ich glaube auch nicht, dass Allah Gott ist. Ja, aber das ist ja eine Sache, die bist du dann. Das ist ja eine Sache, aber Moment, das ist eine Sache. Lass uns mal bitte reden, bitte. Ja. So, du hast gesagt, du bist ein Moslem, du glaubst, dass Mohammed ein Prophet ist. Ich habe gesagt, ich bin ein Christ. Ich glaube nicht, dass Mohammed ein Prophet ist. Komme ich ins Paradies, ja oder nein? Das kann ich nicht beantworten. Das kannst du nicht beantworten? Nein, das kann ich nicht beantworten. Vielleicht kommst du ins Paradies. Das liegt doch alleine in der Hand des Herrn, nicht in meiner Hand oder sonst. Ich kann dir doch nicht eine Antwort geben, die allein in Gottes Hand liegt. So, wenn er meint, dich ins Paradies zu lassen, dann lässt er dich ins Paradies. Auch wenn du, was weiß ich, was behauptest. Okay. So, das ist nochmal. Also, man muss schon den Unterschied zwischen Mensch und Gott. Also, das ist eine ganz, also, wie gesagt, das kann dir kein Mensch, wenn jeder Muslim, der dir sagt, du kommst jetzt in die Hölle, weil du nicht an das und das glaubst, das ist falsch. Okay, das heißt, die Suren im Koran, die das sagen, sind alle falsch, ja? Hör mal zu, nein, die sind nicht falsch. Das ist einfach nochmal. Auch die Antwort oder die Frage ist, Wer büßt für meine Sünden oder für deine Sünden, für die büßt du alleine, für die büße ich alleine. Kein anderer wird dafür deine Sünden büßen. Normalerweise, wenn du jetzt sagst, oder entschuldige, wenn du jetzt sagst zum Beispiel, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, ist das doch die Freifahrkarte für jeden, Alter, leb wie eine Drecksau, du kommst sowieso in den Himmel. Also Alex, ganz einfach, das ist die falscheste These, die es gibt. Alex, das war nicht mal meine Frage, ich habe es auch gar nicht erwähnt. Okay, ich hab jetzt gerade nicht Jesus erwähnt. Vorhin, wo kurz ein Break war, hast du gesagt, hör mal zu, Jesus wäre für unsere Sünden gestorben. Ja, also, aber wir reden, guck mal, es geht gerade darum, was wir bei dir jetzt reden, okay? Ja, du hast eine Aussage gemacht, ich habe eine ganz einfache Frage gestellt. Wenn ich jetzt, sag ich mal, ich bin jetzt ein Buddhist, bis zum Ende meines Lebens, ich lehne bewusst den Islam ab, ich sage, Mohammed ist kein Prophet. Ja. Glaubst du nicht, dass ich sicher in die Hölle gehe, wie der Koran sagt, ja oder nein? Nein. Nein, das war, wie gesagt, es liegt in der Hand das liegt in der Hand Gottes. Also ich weiß nicht, wie gesagt, für was hält der Mensch sich? Okay, also wenn Gott will, dass du als Buddhist, als Atheist oder sonst irgendwas aus irgendeinem Grund in den Himmel gehst oder ins Paradies gehst, das ist Gott. Der ist der Anfang, wie auch im Christentum. Alpha und Omega. Okay, guck mal. Ich lass mal einen anderen Muslim hoch, vielleicht mal gucken, was er dazu sagt, ja? Gerne. Okay. So, hallo Islam. Ey, Bruder, eine Sekunde nur, weil ich habe 1%, ich komme gleich, okay? Okay. Warte mal. So, dann nehme ich mal jemand anderen hoch. Ein Tauhid ist hier. Mal gucken, welcher Tauhid das ist. Hallo? So, guten Tag, ne, würde ich sagen. Hörst du mich, ja, oder? Ja, ich höre dich. Okay, ich habe eine Frage. Kannst du mir die beantworten? Nee, ich habe eine Frage an dich. Nee, ich habe zuerst eine Frage. Nee, ich habe eine Frage an dich. Und du möchtest meine Frage nicht beantworten, ja? Also, ich habe erstens eine Frage. Ob ich eine Frage beantworten will, ist was anderes. Okay, guck mal, wir sind gerade mitten in einem... Wir sind gerade in einem Gespräch, ich nehme dich raus, du kannst später nochmal reinkommen, okay? Dann kannst du deine Frage stellen, Nein, ich habe eine nur kurze Frage.
Wie gesagt, wir klären gerade was anderes. Entweder sagst du, du möchtest. Ist Jesus Gott, habe ich, wollte ich fragen. Okay, danke, dass du da warst. So. Ich hoffe, Kadir enttäuscht mich nicht. Hallo, Kadir? Jo, alles gut bei dir? Bestens und bei dir? Ja, muss, Alhamdulillah. Okay, ich habe eine ganz einfache Frage. Du hast ja die Unterhaltung mitbekommen, richtig? Inshallah kann ich sie dir beantworten. Also, okay, wenn ich als Christ jetzt, ja, wenn ich jetzt sterbe und ich nehme den Islam ab, bewusst, komme ich laut Koran in die Hölle oder nicht? Es kommt drauf an, guck mal, wenn du die Wahrheit, bei uns im Islam ist es so, ein Käfer ist eine Person, also ein Käfer ist ein Samen, sagen wir mal ein Sonnenblumenkern, und dieser Samen ist halt unter der Erde und bedeckt halt die Wahrheit, was es halt in Wirklichkeit ist, wie so eine Blume, ne? Und wenn es halt rauskommt, dann ist es wie so ein Muslim halt, jemand, der die Wahrheit halt zeigt. Das ist halt der Käfer. Der Käfer ist eben derjenige, der halt unter der Erde ist und halt die Wahrheit versteckt. Verstehst du? Das ist ein Käfer. Okay, und bin ich ein Käfer oder nicht? Kommt drauf an. Glaubst du an einen Gott? Ja, ich glaube, dass Jesus Christus mein Gott ist. Bin ich ein Kafir oder nicht? Weil du, guck mal, bei uns ist es so, wenn du jemand anderes anbetest, dann begehst du Schirk. Okay. Und Schirk macht dich zu einem Kafir. Okay, das heißt, wenn ich jetzt ein Kafir bin, gehe ich in die Hölle oder nicht? Ja. Ja, oder? Ja. Okay, Eric, stimmst du zu? Nein, ich stimme mich nicht zu. Okay. Es ist okay, vielleicht ist er nicht. Nein, noch nicht nein, so nein, also ich glaube, ich darf auch zu meinem Nein auch was sagen. Ja, genau, Arix, du bist dran, erzähl mal. Also ich meine, man will sich ja vor dem Herrn verantworten für seine Taten und für seine Misstaten. Also beides wird ja, es gibt ja wirklich eine Verantwortung geben. So, ist eine Frage, wo ist das Problem oder wo ist das Gute daran, wenn auf einmal Gott, der Allmächtige, dich aus irgendeinem Grund, ja, dich ins Paradies lässt. Also das nochmal, diese Frage kann kein Mensch dir beantworten. Sollte auch kein Mensch dir beantworten. Das liegt alleine bei Allah. Das ist okay. Und Kadir, möchtest du was dazu sagen oder? Also guck mal, klar, es liegt bei Allah, aber wenn Allah dir sagt, wenn du Götzenanbeter bist, dann bist du ein Käfer. Weil guck mal, wenn du, sagen wir mal, du betest jemand anderes an. Als das Gott, ist Beigesellung. Wir reden gerade hier, Beigesellung ist, was er jetzt gerade macht zum Beispiel. Er sagt, Jesus ist Gott erstellt. Ja, Gott. Dann, guck mal. So, also Beigesellung ist eine andere Geschichte. Okay, guck mal, ich habe euch jetzt reden lassen. Also ihr könnt mich nicht dann. Genau, also ihr seid jetzt euch uneinig, ob einer wie ich, also ein Christ, der bis zum Tod glaubt, dass Jesus Gott ist, ihr seid euch uneinig, ob ich in die Hölle komme oder ob ich ins Paradies komme. Das ist das, was ihr sagen wollt, ja? Das liegt nochmal, ganz ehrlich, in der Hand des Allmächtigen, nicht in der Hand des Menschen, die zu sagen, okay, Arix, ob du in den Himmel oder die Hölle kommst. Arix, was ist der Koran? Warte mal ganz kurz. Ey, Mensa, tut mir leid, was ich gerade unterbreche, aber ich muss kurz was loswerden. Alles Arix, klar. Ich habe eine Frage. Nee, ganz kurz, gerade gleich kannst du seine Frage stellen, bitte. Arix, hörst du mich? Aber Bro, Mensa, guck mal, du kannst jemanden keine Frage stellen, die den Islam nicht richtig kennt. Oder allgemein ja, schon deswegen, guck mal, ich stelle eine ganz einfache Frage, wirklich. Es ist keine theologische Frage oder so. Ist keine tieftheologische Frage, ist eine ganz einfache Frage. Arix, hörst du mich? Ja, ich höre dich, ja klar. Okay, glaubst du oder was ist der Koran für dich? Der Koran ist für mich, eigentlich ist es es ist eine Gebrauchsanweisung fürs Leben. Es ist ein Update der Bibel. Ja, es ist eigentlich normalerweise die Urform, die Originalform der Bibel und der Tora. Ganz das ist für mich der Koran. Das ist eine Gebrauchsanweisung fürs Leben. Wenn du noch, okay, ja. Der Koran ist ein Update, aber gleichzeitig die Originalform der Bibel. Alles klar, okay. Glaubst du, dass der Koran Allahs Worte sind? Natürlich. Okay, und wenn es im Koran steht, dass Ungläubige in die Hölle gehen, stimmt das oder nicht? Natürlich stimmt es, aber. Aber wieso? Es gibt jedes. Warte doch mal. Es steht im Koran. Es steht irgendwas. Ich meine, du hast ja bestimmt den Koran gelesen, dass du ja mehr das Wissen hast. Steht im Koran irgendwas von Barmherzigkeit? Ja, da steht. Ja, das stimmt. Ach so, da steht also allein das heißt, der Barmherzige. Also das heißt ja zum Beispiel, das heißt ja ganz als Beispiel, wie gesagt, ich glaube, die Muslime, die hoffen auf die Barmherzigkeit des Herrn. So. Also, natürlich sind da viele.
viele Gesetze und natürlich auch viele Regeln, ja, eine Gebrauchsanweisung fürs Leben, auch viele, wo du keine Fehler machen sollst, dass du dich daran halten sollst. So, aber was ist denn mit den Sündern? Die Sünder, habe ich denn gar keine, wenn ich jetzt ein Sünder bin, habe ich gar keine Hoffnung? Soll ich die Hoffnung verlieren? Also ganz ehrlich, Alex, das war nicht meine Frage. Meine Frage war nicht, ob Muslime in die Hölle kommen. Meine Frage war, ob Menschen, die den Islam ablehnen, in die Hölle kommen. Das ist eine ganz also einfache, verständliche Frage. Den Islam, wenn du das heißt, wenn du den Islam ablehnst, heißt das, du lehnst Gottes Gesetze generell ab. Das ist das. Richtig. Gehe ich dann in die Hölle oder nicht? Das wirst du am Tag des jüngsten Gerichts erfahren. Das kann ich dir nicht sagen. Warte mal kurz. Du als Muslim kannst mir nicht sagen, ob ich in die Hölle komme, wenn ich bewusst den Islam ablehne. Ich bin doch nur ein Mensch. Ich bin doch nicht alles Gott, klar. dass ich dir sagen kann, ob du in den Himmel oder ins Paradies oder in die Hölle kommst. Aber wenn es im Koran steht und du sagst, du glaubst an den Koran, dann muss es mir so musst das, dann seh, dann seh das, dann muss das jeder persönlich als eine Warnung sehen, dass er mit irgendwas. Okay, guck mal. Kadi, du bist dran. Also, guck mal, ich sag dir so, wie es ist. Christen, die einen Gott anbeten, ohne Jesus oder sonst wer auch immer, Heilige Geist oder sonst was, das sind Gläubige. Die kommen zu, ich bin mir da sogar sicher, dass die in den Himmel kommen. So. Aber wenn sie dann noch den Islam halt sagen, nee, das stimmt nicht, weiß Gott das immer, obwohl sie wissen, dass es der richtige Weg ist, dann sterben sie als Käfer. Verstehst du, was ich meine? Alles gut, ich nehme eure Antworten an. Ja. Ich weiß nicht, falls ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Und dann, ansonsten würde ich dann die Diskussion beenden. Jo. Ich hätte noch Fragen. Okay, Arix, ich nehme dich runter, ja? Ja, klar, kein Ding. Okay. Danke, dass du da warst, ja? Okay, Kadi, erzähl mal. Bruder, ich sag dir, so wie es ist, ich denke nicht, dass er, ich glaube eher, dass er ein Kommentierter ist, der noch nicht so viel Ahnung hat und eher so, keine Ahnung, von anderen Leuten was hört und so. Ja. Aber egal, mal beiseite. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Fragen über das Christentum. Bitteschön. Also wenn ich kann, werde ich antworten. Wenn ich nicht kann, tut mir leid. Ich weiß nicht alles. Alles gut, ich werde dich nicht fronten. Ich hoffe auch, alle im Chat werden respektvoll umgehen und nicht beefen oder so. Easy. Also, ich wollte dir mal ein Vers von der Bibel, also ich werde dir jetzt ein paar Bibelverse jetzt fragen und ich will jetzt komplett deine ehrliche Meinung, okay? Ja. Bitte, also, maximal drei, bitte. Drei? Boah, maximal, ich kann jetzt nicht 10 Bibelverse beantworten oder so. Alles gut, ich werde die schnell kurz vorlesen und fragen. Also, auf jeden Fall 4. Mose 23,19. Kennst du den Vers? Leider nicht. Was steht da? Dort steht, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind. Okay. Darf ich jetzt fragen, was jetzt deine Meinung? Ja, das stimmt. Also ich glaube ja nicht, dass Gott ein Mensch ist, vor allem nicht zu der damaligen Zeit, weil du willst jetzt damit sagen, guck, da steht doch, Gott ist kein Mensch, deswegen kann Jesus nicht Gott sein, richtig? Also das ist jetzt meine Vermutung, ja. Deswegen frage ich ja nach deinem Wissen. Genau, also das Ding ist, erstens, diese Bibelstelle wurde geschrieben, bevor Jesus ein Mensch, oder bevor Gott ein Mensch wurde. Das wurde schon vorher geschrieben, bevor Gott ein Mensch wurde. Zweitens, diese Bibelstelle sagt nicht, dass Gott kein Mensch werden kann, sondern alles, was diese Bibelstelle sagt, ist, dass Gott in seiner Natur kein Mensch ist. Aber das bedeutet nicht, dass Gott kein Mensch werden kann. Verstehst du? Weil du siehst ja, da steht, Gott ist kein Mensch, der lügt. Er sagt nicht, Gott ist kein Mensch, also denk nicht, dass irgendein Mensch Gott ist oder dass Gott kein... Also, es ist eine falsche Interpretation, die meisten Muslime leider Gottes haben. Verstehst du, was ich meine? Und abgesehen davon, im gleichen Buch, 4. Mose, Kapitel 12, hörst du mich? Ja, ich höre dich, ich höre zu. Im gleichen Buch, 4. Mose, Kapitel 12, hat Gott gesagt, dass er sich Mose gezeigt hat von Angesicht zu Angesicht. Also Gott hat bestätigt, dass er die menschliche Gestalt angenommen hat und mit Mose gesprochen hat, im 4. Mose, Kapitel 12. Und du kannst auch im 1. Mose, Kapitel 18 sehen, dass Gott die menschliche Gestalt angenommen hat und mit Abraham gesprochen hat. Also ist sozusagen dieser Vers gelogen, oder was? Es ist nicht gelogen, es ist falsch interpretiert von den Muslimen. Alles, was dieser Vers sagt, ist, dass Gott kein Mensch ist. Das stimmt ja auch. Aber dieser Vers sagt nicht, dass Gott kein Mensch werden kann. Verstehst du? Also willst du mir jetzt sagen, dass Gott selbst... Oder warte, noch eine Frage.
wenn ich das richtig verstanden habe, Jesus ist ja Gott, oder? In deinen Augen. Er ist Gott, auch für dich. Nee, für mich nicht. Okay. Tut mir leid. Also ich hoffe, du respektierst meine Meinung, aber... Klar, glaub, ja klar, ich respektiere deine Meinung, alles okay, gut. Auf jeden Fall, dann frage ich mich, weiß Jesus alles? Okay, du hast das wahrscheinlich sehr oft gehört, aber wenn Jesus alles wissen würde, dann müsste er auch die Zeit wissen. Klar, er müsste das wissen, es sei denn, er hat darauf verzichtet, es zu wissen. Also Jesus, die Bibelstelle, die ich eingeblendet habe, Philipper Kapitel 2, sagt, dass Jesus ist Gott gleich, aber er hat sich selbst entäußert, er hat sich selbst erniedrigt. Er hat eine Gestalt angenommen, die Gestalt eines Knechtes. Ja, das bedeutet, er wurde ein Diener Gottes und hat sich Gott untergeordnet. Und bei seiner Inkarnation hat er eine Einschränkung angenommen. Also das heißt, normalerweise ist ja Gott, allgegenwärtig und so weiter. Gott ist ja normalerweise überall, ne, gleichzeitig. Aber Jesus war eingeschränkt an einen bestimmten Ort, in Israel zum Beispiel, okay? Genauso wurde auch Jesus hungrig. Normalerweise, wir wissen, Gott hat keinen Hunger. Aber das waren alles Einschränkungen, die Jesus bewusst angenommen hat. Nichtsdestotrotz konnte er jederzeit, wann er wollte, auf seine göttliche Fähigkeit zugreifen. Aber er hat bewusst und freiwillig ab und zu darauf verzichtet. Okay, das bedeutet, wir geben jetzt beide zu, dass Jesus inkompetent war. Warum inkompetent? Weil er nicht wusste, was für eine Zeit die jetzt gerade hatten. Was hat das mit Inkompetenz zu tun? Ich habe dir gesagt, guck mal, wenn er Gott wollte... Kann alles. Wieso sollte Gott sich extra runtermachen, also verschlechtern und sich in einen Mensch machen, der plötzlich nichts weiß? Also erstens, er war kein Mensch, der nichts weiß, sondern er war ein Mensch, der alles wusste. Das haben auch seine Jünger mehrmals gesagt, okay? Okay, zweitens, du hast dich selber gerade widersprochen, ja oder nein? Kannst du mich reden lassen oder willst du mich nicht reden lassen? Achso, ja, okay, tut mir leid. Was ich gerade gesagt habe, weil du hast gesagt, er ist ein Mensch gewesen, der nichts wusste. Und das stimmt nicht. Sondern wenn überhaupt, war er ein Mensch, der alles wusste. Weil seine Jünger haben immer wieder gesagt, wir wissen, dass du alles weißt. Okay, das ist Punkt Nummer eins. Zweitens, er war nicht inkompetent. Wenn du sagst, er war inkompetent, dann zeig mir aus deinem Koran eine einzige Person, der krassere Wunder getan hat als Jesus. Bitteschön. Krassere Wunder? Genau, zeig mir aus deinem Koran, du glaubst ja an den Koran, zeig mir eine einzige Person, der krassere Wunder getan hat als Jesus Christus aus der Bibel. Was meinst du mit Wunder genau? Weißt du nicht, was Wunder sind? Klar, aber ich frage doch, was für Wunder genau? Was hat dir zum Beispiel Jesus gemacht? Jesus hat Tote auferweckt, er selber ist von den Toten wieder auferstanden, er hat zu dem Wind gesprochen, er ist über Wasser gelaufen. Zeig mir eine einzige Person, der in der Lage war, so etwas zu tun. Also ich sollte jetzt einen anderen Propheten zeigen, der was Besseres konnte. Ganz genau. Bruder, jeder hatte seine eigenen Sachen. Ja, dann zeig mir einen Propheten, der etwas Besseres, weil du sagst ja, er war inkompetent. Dann musst du mir ja zeigen können, dass irgendeine andere Person kompetenter war. Deswegen zeig mir mal. Bruder, wie bist du jetzt von der einen Frage zu der anderen gesprungen? Das ist eine ganz einfache Frage. Du hast also gesagt... Guck mal, Kadir. Du hast mir eine Frage gestellt, ich habe die geantwortet. Ne, du hast mir sogar zwei Fragen gestellt, ich habe geantwortet. Dann hast du gesagt, wie kann ein Gott inkompetent sein? Und dann sage ich, okay, wenn du sagst, dass er inkompetent war, er hat diese und diese Wunder getan. Ne? Zeig mir mal aus deinem ganzen Koran eine einzige Person, die heftigere Wunder getan hat als Jesus und beweist, dass er inkompetent war. Eine einzige Person. Warte. Also ich kenne einen zum Beispiel, ich bin jetzt, wie schon gesagt, neu im Islam, aber ich kann dir zum Beispiel sagen, Musa, Assalam. Musa hat krassere Wunder getan als Jesus? Krass, also das war doch nicht die Frage, guck mal. Kadi, alles gut. Ich will dich nicht bloßstellen, ist alles gut. Wenn du sagst, soll ich reden oder willst du reden? Ich habe doch dir gerade etwas noch gesagt. Ich habe dir gesagt, dass jeder seine eigenen Sachen hat. Ja, Kadir.
Ich biete dir jetzt an, runterzugehen. Wenn du weiter hoch bleiben willst, dann muss ich dir leider schlimmere Fragen stellen. Aber ich will dich nicht bloßstellen, weil du hast gerade gesagt, du bist neu im Islam, du bist ein Jahil. Ja, deswegen, ich biete dir an, jetzt runterzugehen. Es ist besser für dich. Ja, aber korrekt, dass du da warst. Bruder, du hast ihn immer noch nicht verstanden. Aber okay. So, wenn du es akzeptierst, dass Jesus die Zeit nicht wusste und somit den Titel Gott verlassen hat, ist okay. Akzeptiere ich. Okay. Danke, dass du da warst. Ja? Ja, kein Problem. Okay, ciao. So, also er meinte, Jesus war inkompetent. Ich habe gesagt, okay, zeig mir eine einzige Person aus dem gesamten Koran, der kompetenter war als Jesus. Er konnte mir keine einzige Person nennen. Die einzige Person, die er genannt hat, war Mose. Ja, wir wissen alle, Mose, die Wunder, die er getan hat, das hat er nicht mal selber getan, das hat Gott getan, okay? Zweitens, keine der Wunder waren krasser als das, was Jesus getan hat. Weil Mose hat keine Tote auferweckt. Deswegen schon mal dazu, aber ist okay. So. Hallo. Hallo? Moslem. Musa, ja. Hörst du mich gut? Ich höre dich schlecht, leider. Oh, warte kurz. Hast du ein Mikrofon oder so? Jetzt. Ja, jetzt ist viel besser. Also, du sagst ja, Jesus hat Sachen gemacht, die von Gott waren, aber wenn Musa etwas gemacht hat, war nicht von Gott. Musa hat zum Beispiel das Meer gespaltet. Nee, also, guck mal. Doch. Soll ich antworten, alle Muslimen, oder? Alle Muslimen können mir bestätigen, dass Musa das Meer gespaltet hat. Soll ich antworten oder nicht? Antworte. Okay, erstens, Musa hat nicht aus eigener Kraft das Meer gespalten. Musa hat einen Stab von Gott bekommen und Gott hat ihm Anweisungen gegeben. Oder das war sein Stab. Darf ich reden oder nicht? Also willst du eine Antwort oder willst du keine Antwort? Rede. Okay, wenn du mich noch einmal unterbrichst, dann werde ich dich unternehmen, okay? Okay. Lass mich ausreden, ich werde dich danach ausreden lassen, versprochen. So, erstens, als Musa das Meer gespalten hat, das hat er nicht selber gemacht. Warum? Weil Gott hat ihm vorher einen Stab gegeben und Gott hat ihm gesagt, wenn du da bist, dann streng deinen Arm aus mit dem Stab. Und dann werde ich, also Gott selber hat das Meer gespalten, nachdem Musa mit dem Stab, was er von Gott bekommen hat, auf das Meer gezeigt hat. Das war Gott, der das gemacht hat. Der Unterschied zu Jesus ist, dass Jesus zum Beispiel selber zu dem Wind gesprochen hat mit seiner Stimme und es wurde still. Jesus selber hat zu Tote gesprochen und sie wurden lebendig. Okay, Jesus selber hat gesagt, dass die Wunder von ihnen zeugen. Jesus selber hat gesagt, dass die Toten seine Stimme hören werden und wieder auferstehen werden. Der Unterschied zwischen Jesus und Mose ist, dass Mose durch Gottes Kraft die Wunder getan hat. Jesus selber hat mit seinem Geist die Wunder getan. Jetzt bist du dran. Also du redest ja, Mose hat die Kraft von Gott bekommen. Aber von welchem Gott reden wir jetzt? Hat Jesus ihm die Kraft gegeben oder wer war das jetzt? Weil du ja, sagst, das war Jesus. Wo steht das? Ich glaube, 1. Korinther Kapitel 10. 1. Korinther Kapitel 10, bist du sicher? Ja. Also, 1. Korinther Kapitel 10. Da steht, aber im Namen unseres Herrn Jesus Christus bitte ich euch dringend, meine Geschwistern, sprecht alle mit einer Stimme und lasst keine Spaltungen unter euch sein. Weiter. Haltet in derselben Gesinnung und Überzeugung zusammen. Durch Leute aus dem Haushalt der Bruder, da steht nichts von. Lies mal weiter, lies mal bis Vers 4 bitte. Bis Vers 4? Ja. Okay, durch Leute aus dem Haushalt der Chloe habe ich nämlich erfahren, dass der Zank und Streit unter euch gibt. Ich meine damit, jeder von euch sagte etwas anderes. Der eine... Was liest du gerade? Welche Dings liest du gerade? 1. Korinther, Kapitel 10. Und welcher Vers bist du gerade? Jetzt bei 12. Du bist... Du, hä? Du hast doch gesagt, 1. Korinther. Ja, Kapitel 10. 1. Korinther, ja. Kapitel 10. Ja. Genau, und jetzt lies mal bitte Vers 1 bis 5. Okay,
Denn das sollte euch klar sein, Geschwister, unsere Vorfahren waren alle unter dem Schutz der Wolke und gingen alle durchs Meer. Und alle wurden in der Wolke unter dem Meer auf Mose getauft. Sie alle aßen dieselbe geistliche Speise und tranken denselben geistlichen Trank. Sie tranken ja aus dem geistlichen Felsen, der mit ihnen ging. Und dieser Fels war Christus, der Messias. Dankeschön. Also Christus war der Fels, der mit ihnen ging. Richtig? Ja, da steht's halt. Ganz gut. So, und der Fels ist ein Begriff für Gott. Okay, und jetzt lies mal weiter bis Vers 8. Oder bis Vers 9. Lies mal weiter bis Vers 9. Trotzdem hatte Gott an den meisten von ihnen kein Gefallen, denn er ließ sie in der Wüste sterben. Das soll uns als warnendes Beispiel dienen, damit wir uns nicht vom Verlangen nach dem Bösen beherrschen lassen, wie sie es in der Gier taten. Betet auch keine Götzen an, wie es einige von ihnen getan haben, denn es steht in der Schrift, sie setzen sich hin, um zu essen und zu trinken, und danach standen sie auf, um sich zu vergnügen. Lasst uns auch keine außerlichen Sex haben, wie ein Teil von ihnen es machte und deshalb einem einzigen Tag 23.000 Menschen umkamen. Also, weiter? Du hast gesagt bis 9. Lies mal den nächsten Vers. Wir wollen auch Christus nicht herausfordern, wie einige von ihnen das taten und von den Schlangen umbracht wurden. Siehst du, also er sagt, dass er redet ja gerade über die Geschichte von Musa in der Wüste, ne? Und er sagt, lass uns Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen getan haben. Und wenn du die Geschichte liest, dann sagt die Geschichte, dass sie Gott versucht haben und dass Gott sie bestraft hat mit Schlangen. Und 1. Korinther 10 sagt, es war Jesus, der das getan hat. Das heißt, Jesus hat die ganzen Wunder getan in der Wüste. Aber ist deine Frage jetzt beantwortet? Bruder, nein, ist sie nicht, weil da steht irgendwie nicht vom Meerspalten und so. Das steht da nicht, Bruder. Aber hast du nicht gelesen, dass er gesagt hat, wir alle... Ich hab's gelesen, aber das ist für mich keine Antwort, weil, verstehst du? Okay, sollen wir nochmal lesen? Okay, lies mal noch. Nee, warte mal, lies mal nochmal Vers 1, bitte. Denn das sollte euch klar sein, Geschwister, unsere Vorfahren waren alle unter dem Schutz der Wolke und gingen alle durchs Meer. Wohin gingen die? Durchs Meer. Nochmal, wiederhol nochmal. Durchs Meer. Die gingen durchs Meer, richtig? Ja. Aber du hast so gerade gesagt, du hast nichts vom Meer gelesen. Da steht da etwas von Mose, dass er gespaltet hat und dass er die Kraft von Jesus bekommen hat? Nein. Okay, lies mal den nächsten Vers. Und alle wurden in der Wolke und dem Meer auf Mose getauft. Auf wen? Auf Mose getauft. Auf wen? Auf Mose getauft. Okay, das heißt, wir haben gerade Meer gelesen, wir haben gesehen, die ging durchs Meer und wir haben jetzt Mose gelesen. Was brauchst du noch? Also, ich verstehe jetzt nicht, was es damit zu tun hat. Du verstehst nicht, was damit zu tun hat, okay. Guck mal, danke, dass du da warst, ja? Warte, darf ich dir nur eine kleine Frage stellen? Bruder, ich glaube, du willst keine nur Antwort haben. Nur eine kleine Frage, okay? Okay, stell mal. Weil die ist wichtig, verstehst du? Okay, du hast doch die Bibel vor dir, ne? Ja. Okay, Matthäus 19:26. Okay, warte. Was steht da? Nee, 1. Mose, Kapitel... Warte. Chill. Guck mal, Meister, ich habe noch andere Gäste, bitte. Okay, letzte Frage, dann gehe ich auch raus. Okay. 1. Mose, Kapitel 6, Vers 6. Da steht, Jahwe bekümmerte es, den Menschen zu erschaffen zu haben, und es schmerzte ihn bis in sein Innerstes hinein. Also wie kann Gott bereuen, Bruder? Wie kann also, Gott seine Fehler einsehen? Nee, da steht nicht, dass er Fehler eingesehen hat. Doch. Nee, also okay, ich kann dich auch fragen, wie kann Allah sauer sein auf Ungläubige? Wie? Bruder, Allah sein Zorn. Ja, also wie kann Allah zornig sein? Wie kann Allah zornig sein, wenn er sowieso schon weiß? Das ist kein Vergleich, weil guck mal, der Gott bereut nicht, Gott bereut etwas nicht, was er erschaffen hat. Und Gott sieht auch keinen Fehler ein. Okay, aber wieso ist Allah zornig, wenn er sowieso von vornherein weiß, was passieren wird? Weil die Menschen ihnen den Rücken zugedreht haben und Allah ist mit den Menschen zornig. Verstehst du, was ich meine? Aber wusste er das nicht vorher? Wie? Wusste er das nicht vorher? Guck mal, wir alle Menschen, wir leben frei. Wir können wählen, ob wir Christen werden oder
oder Muslim werden und so. Und Allah, wenn Allah einen Muslim erschafft und dann der Muslim ihn seinen Rücken zudreht, oder was ist das jetzt für eine Frage? Also erklär du mir mal, wie bereut Gott? Okay, alle, guck mal, danke, dass du da warst. Ja, wirklich, danke, dass du da warst. Ja, guck mal, kann ich auf die Frage eingehen? Ja, du hast mir Knockout gegeben, okay? Ich schenke dir, Allah hast mir Knockout gegeben. Ja? Danke, dass du da warst. Oh, ja. Leute, ja, wirklich, spielt nicht mit eurer Seelen, wirklich. Also, das ist traurig, ja, wirklich. Also, sehr, sehr traurig, wie leichtfertig manche mit ihren Seelen umgehen. Ja. Und ich habe ihm sogar die ganze Zeit angeboten, einfach runterzugehen. Er wollte oben bleiben, ja, und am Ende heißt es ja, Mensa nimmt nur Unwissende hoch und bla bla bla. Na, ihr habt alle zugehört. Ich habe ihn angeboten, runterzugehen, weil ich habe gemerkt, dass er ein Jahil ist. Aber er wollte weiter diskutieren. Und ich hätte noch weiter mit ihm reden können, aber Leute, er ist leider ein Jahil, deswegen, es bringt nichts. Leute, guck mal, wir haben jetzt 400 Leute, 450 Leute. Ja? Ich möchte, bevor ich jetzt weitere Leute hochnehme, die Chance nutzen, um das Evangelium zu proklamieren. Wenn du hier drinne bist und wenn du Jesus nicht kennst, dann hast du gerade keinen Frieden mit Gott. Und das ist mir egal, ob du ein Muslim bist, ein Buddhist bist oder ein Atheist bist. Du hast nur Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Warum? Weil du ein Sünder bist und weil Jesus Christus der einzige Weg ist, durch den du Zugang zu Gott haben kannst. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Aus Gnade und aus Liebe. Okay, warum? Damit du nicht in die Hölle gehst, weil du gesündigt hast. Wenn du dieses Geschenk annimmst, bist du frei, du bist gerettet. Wenn du das ablehnst, ja, dann wunder dich nicht, wenn du irgendwann vor Gott stehst und Gott dich fragt, hey, kannst du dich auch erinnern, als du damals auf TikTok warst und dieser Mensa dir von Jesus Christus erzählt hat, aber du hast ihn abgelehnt? Wundere dich nicht, mein Bester, mein Freund, wenn du das von Gott hörst. Okay? Jesus Christus ist der wahrhaftige Gott. Er ist gekommen, um für uns zu sterben, ja, damit wir ewiges Leben haben. Und er ist am dritten Tag von den Toten auferstanden und sitzt jetzt im Himmel zu Rechten Gottes und regiert als König der Könige. So, jetzt nehme ich weitere Gäste. Hi. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Also, ich will eure Religion gar nicht kritisieren oder sowas. Ich habe dir gerade nur zugehört und ich habe nur eine Frage. Bitteschön. Du hast gerade gesagt, hier steht Jesus ist Gott und Jesus steht neben Gott irgendwie, hast du gerade gesagt. Er ist wieder hochgegangen und sitzt irgendwie rechten Gottes oder was du gerade gesagt hast. Genau, er sitzt zu rechten Gottes, ja. Genau, aber ist er nicht selber Gott, weil du hast gerade gesagt, er wäre Gott? Also da steht Jesus ist Gott. Ja, das stimmt. Ich glaube an einen Gott, der dreieinig ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast. Hast du schon mal davon gehört von der Trinität? Nee. Noch nie. Okay. Wir Christen glauben an die Trinität. Das bedeutet, Gott ist ein Wesen, der in drei Personen existiert. Also wir haben einen Vater, einen Sohn und einen Geist. Okay. Und Jesus ist der Sohn und Jesus ist Mensch geworden und ist am Kreuz gestorben und ist am dritten Tag wieder auferstanden. Und dann ist er wieder zurück zum Vater gegangen. Okay, krass. Gibt es irgendeinen Nachweis, dass Jesus mal selber gesagt hat, dass er Christ ist? Dass er ein Christ ist? Ja. Nee, also wir glauben ja gar nicht, dass Jesus ein Christ war. Ach, ihr glaubt einfach nur, dass er euer Gott ist. Richtig, also Jesus als Mensch war er Jude, aber er hat dennoch die christlichen Werte vertreten. Das stimmt, ja. Warte, euer Gott war Jude, aber ihr seid selber Christ. Richtig, weil unser Gott wurde ein Mensch und hat das jüdische Gesetz erfüllt und dann hat er einen neuen Bund gebracht. Und dieser neue Bund ist Christentum. Mhm, hallo? Okay. Ja, ich höre zu. Genau. Okay, also dann glaubt ihr daran, dass Gott vorher immer Gott war und dann eine Person runtergesandt hat oder sowas und ihr dann dieser halt, um euch da nochmal den Christentum da ans Herz zu legen. Eine Frage, was war eigentlich vor Jesus? Gab es da kein Christentum?
Was meinst du? Gab es vor Jesus kein Christentum? Nee, Christentum kam durch Jesus. Also Christentum kam erst nach Christus. Okay. Also er ist der Anführer der Christen. Deswegen kann es ja vorhin keine Christen gegeben haben. Okay. Nee, das hat mich gerade nur interessiert, diese Frage da mit seitens Gottes und das. Aber alles gut. Das. Ja gut, dann schönen Abend dir noch. Gott segne dich. Ja, warte mal kurz. Bist du auch ein Christ oder was? Bist du Moslem oder was? Nein, ich bin Moslem. Überzeugter Moslem. Überzeugter Moslem. Guck mal, Jesus ist für dich gestorben. Wenn du glaubst, wirst du ewiges Leben bekommen, okay? Ach, eine Frage habe ich auch noch. Ihr sagt ja, der ist ja für eure Sünden gestorben. Was sagst du dazu? Willst du nicht darauf antworten? Auf was denn? Dass Jesus für dich gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Wenn du an ihn glaubst, bekommst du ewiges Leben. Aber du musst von Islam umkehren. Boah, ich sag dir ehrlich, ich informiere mich schon so über meine Religion, aber ich bin nicht so weit, dass ich mit irgendeinem diskutieren kann, der sehr weit in seiner Religion ist. Ich bin noch gerade in meiner Religion. Alles gut, okay. Alles gut. Ja, dann schönen Abend dir noch. Gleichfalls, ja. Danke, dass du da warst. Ja. Hallo? Hallo? Ja? Ich bin selber Christ, Gott sei Dank. Ich meine Frage ist einfach nur, was ist eigentlich mit den Menschen so vor 6000 Jahren, wo vor Mose, was ist eigentlich mit denen? Was ist mit denen, also vor Mose? Also, vor 2000 Jahren ist ja Jesus gekommen, uns zu erretten. Mhm. Und mit den Menschen davor. Also jeder. Vor Mose auch, also die halt, keine Ahnung, die Ägypter zum Beispiel oder so. Also jeder, der vor Christus gelebt hat, ja, Mose, Abraham, wer auch immer, solange sie an Gottes Versprechen geglaubt haben, wurde ihnen das als Gerechtigkeit angerechnet, sagt die Bibel. Das heißt, wenn Abraham mit Gott in Kontakt war und wenn Gott zu ihm gesprochen hat, das und das und das, würde in der Zukunft passieren und er dran gelobt hat, dann hat er Gerechtigkeit von Gott bekommen. Also das ist einfach mein Sagen, ja, wir beide will jetzt vor 8000 Jahren leben und wir wissen jetzt nichts von sowas. Was ist dann mit uns? Du meinst, wir wissen gar nichts jetzt, oder was? Wir wissen ja, gar nichts. Vor 8000 Jahren, da war ja gar nichts da, oder nicht? Okay, ja, du hast recht. Was ist dann mit dem? Okay, ja, richtig. Das Ding ist, Römer Kapitel 1 sagt, dass jeder Mensch weiß, dass es Gott gibt. Okay, ob du vor 10.000 Jahren gelebt hast oder auch vor, keine Ahnung, wie vielen Jahren gelebt hast. Jeder Mensch weiß ganz genau, dass diese Welt nicht aus alleine entstanden ist, sondern dass es einen Gott geben muss. Mhm. Und es ist deine Aufgabe, nach diesem Gott zu suchen. Und wenn du das tust, dann wird sich dieser Gott offenbaren. Und wenn er das nicht tut, dann kannst du dich ja vorhin verantworten und sagen, hey Gott, ich habe dich gerufen, aber ich habe keine Antwort bekommen. Das heißt, du sagst, auch die Menschen vor 8000 Jahren wussten, es gibt einen Gott, der irgendwas erschaffen haben muss. Natürlich. Was denkst du, wieso so viele religiöse Gruppierungen schon damals immer gab? Oder zum Beispiel in Afrika oder die Menschen, die im Dschungel leben. Ja, ich bin selber Afrikaner. Ja, bei uns gibt es sehr viele. Genau. Was denkst du, warum sie alle an eine höhere Macht glauben? Ist, weil die ganz genau wissen, dass diese Welt nicht auseinander entstanden ist. Die glauben alle an eine höhere Macht. Und genau das sagt ja die Bibel. Okay, also kannst du es mir so erklären? Also ich habe schon mal auch meinen Lehrer damals gefragt und der meinte, der erklärte sich so, die konnte jetzt nicht die Bibel lesen damals oder die Tora, je nachdem, ob jeder Mensch hatte das eigene Gewissen, ob er was Gutes macht, ob es schlecht macht. Und so hat er es mir erklärt. Ja, also erstens, es gibt ja sowieso das moralische Gesetz. Na, jeder Mensch weiß, das ist etwas, was Gott uns auf dem Herzen schon eingraviert hat, dass jeder Mensch schon von vornherein weiß, ob du jetzt die Bibel hast oder nicht. Du weißt, dass es schlimm ist, zu lügen oder zu töten. Das weiß jeder Mensch. Dafür brauchst du nicht die Bibel. Ja, ja. Okay? Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist, egal wo du lebst, ob du in Brasilien lebst, ob du in, Timbuktu oder wo auch immer lebst, jeder Mensch weiß, dass es einen Gott gibt. Und wenn du nach ihm suchst, ja, er hat versprochen, dass er sich offenbart. Aus dem Grund glaube ich, dass wenn Menschen wirklich nach Gott gesucht haben, dann hat er sich ihnen offenbart. Und wenn sie nicht nach ihm gesucht haben, dann eben nicht. Weil die Menschen, also zum Beispiel in Afrika ist es so, dass die meisten Menschen, die ich da erlebt habe, die suchen nach falschen Göttern. Also die suchen nach Götzen. Die beten irgendwelche Bäume an und so weiter und so fort. Ja, machen so verschiedene Rituale und sowas. Richtig, weißt du. Anstatt nach dem wahren Gott zu suchen,
suchen sie halt den falschen Gott. Und das ist genau das Problem. Das ist der Grund, warum solche Menschen... Ich kann nicht verstehen, aber mein Denkfehler ist, also was ich einfach nicht verstehen kann, ist, du sagst halt, die suchen nach dem Gott. Aber wie soll ich nach dem Gott suchen, wenn ich ihn gar nicht kenne? Also jetzt, ich zum Beispiel bin Christ, jetzt kann ich nicht mehr behaupten, ich kannte dich nicht, weil ich habe die Bibel. Aber wenn ich nichts hatte, wie kann ich... Verstehst du? Naja, du kannst einfach ein neutrales Gebet sprechen. Ich meine, ist ja eine berechtigte Frage. Woher soll ich wissen, dass es einen Jesus gibt, wenn ich noch nie von ihm gehört habe? Richtig? Genau. Das heißt, wenn du auf irgendeiner Insel lebst, wo gar nichts ist, und du siehst, hey, diese Welt, das kann nicht von alleine entstanden sein. Als normaler Mensch sagst du, okay, wer auch immer du bist, wer auch immer du, Gott des Universums, wer auch immer du bist, offenbare dich mir. Das ist ein ganz einfaches, neutrales Gebet. Dafür musst du nicht Jesus kennen, also dafür musst du nicht diesen Namen Jesus kennen, sondern ruf einfach, hey Gott, der du alles erschaffen hast, bitte offenbare dich mir. Und der wahrhaftige Gott wird sich offenbaren. Es gibt auch viele Muslime, die so ein Zeugnis haben. Viele Muslime sagen, hey, irgendwann war ich so verzweifelt, ich habe einfach nach Gott gerufen und Jesus hat sich mir gezeigt. Es gibt richtig viele Zeugnisse. Mhm. Weißt du? Deswegen, also ich denke, dass Gott ist ein treuer Gott, er ist auch ein gerechter Gott. Und jeder Mensch, der vor ihm stehen wird, wird gerecht gerichtet werden. Gott wird nicht ungerecht handeln, sondern er wird gerecht handeln und gnädig handeln. Kann ich noch eine Frage zu unserem Glauben stellen? Gerne. Und zwar, wir glauben ja daran, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist und dass wir halt durch ihn in den Himmel kommen. Mhm. Aber wenn jemand anderes, sagen wir mal, er war ein guter Mensch, hat gute Sachen gemacht, aber er sagt halt, nein, ich glaube nicht daran, dass er für uns gestorben ist. Was ist dann mit ihm? Ja, da muss er für seine schlechten Taten bezahlen. Ich meine... Also kommt er in die Hölle oder wie? Natürlich. Also glaubst du, dass... guck mal, du sagst, ein guter Mensch. Wer entscheidet, wer ein guter Mensch ist? Du oder wer? Nein, Gott. Gott entscheidet, richtig? Ja, ja. Das heißt, wenn du sagst, jemand ist ein guter Mensch, dann ist dieser Person verpflichtet, nach den Geboten oder nach den Maßstäben Gottes zu wandeln, weil Gott entscheidet, wer gut ist und wer nicht. Ja. Deswegen ist ja diese Person, wenn diese Person dann Gott ablehnt, dann kannst du ja sagen, das ist ein guter Mensch. Wenn er den ablehnt... Ja, ich verstehe, was du meinst, aber das, was ich halt meine, ist, da steht ja ganz klar, wer mich als Retter anerkennt, kommt in den Himmel. Also natürlich, wenn ich ihn erkenne, aber trotzdem Scheiße baue, dann geht es nicht, dieses Prinzip. Ja, aber wenn ich ihn erkenne... Aber was, wenn ich ihn nicht erkenne, aber trotzdem so dann alle deine anderen Regeln einhalten würde? Guck mal, du kannst, wir nehmen mal Deutschland als Beispiel, okay? Mhm. Ich weiß nicht, wie viele, ich kenne mich mit Jura nicht aus. Ich weiß nicht, wie viele Gesetze Deutschland hat, aber wir sagen, Deutschland hat 1000 Gesetze. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Viele, ja. Ne, Deutschland hat 1000 Gesetze. Es ist meine Pflicht, alle 1000 Gesetze zu befolgen. Es ist nicht freiwillig, sondern es ist meine Pflicht, nach den Gesetzen Deutschlands zu wandeln. Wenn ich ein einziges davon breche, dann ist es egal, ob ich die anderen 999 gehalten habe. Man wird mich für dieses eine Mal vor Gericht bringen. Du kannst so viel Gesetz befolgen, wie du willst. Wenn du jemanden umbringst, dann hast du eins von den 1000 Gesetzen gebrochen. Ja. Mhm. Und der Richter wird nicht sagen, oh, weißt du was, du hast 999 Gesetze gehalten, deswegen bist du jetzt frei. Nein. Sondern der Richter wird sagen, hey, du warst verpflichtet, alle 1000 Gebote zu halten. Und wenn du jetzt eins davon gebrochen hast, dann muss ich dich mit dem Gesetz richten. Also schon eine harte Vorstellung, dass jeder, der nicht das akzeptiert, also nicht Jesus als Retter anerkennt, sozusagen in die Hölle kommt. Na, guck mal. Stell dir mal vor, du, oder wie soll ich das erzählen? Guck mal, stell dir mal vor, Gott hat gesehen, dass alle Menschen Sünder sind, okay? Alle Menschen haben gesündigt, okay? Und er sagt, weißt du was, ich könnte jetzt alle in die Hölle schicken. Er hat das Recht dazu. Warum? Weil alle Menschen haben gesündigt. Aber er sagt, weißt du was, ich gebe ihnen eine letzte Chance. Und weißt du, was er macht? Er schickt seinen Sohn. Sein Sohn wird Mensch. Dieser muss das nicht erklären, das verstehe ich. Das, daran glaube ich auch, ja. Ja, ich weiß ja, dass du daran glaubst. Aber ich will, dass du verstehst, warum. Weil du sagst ja, das ist hart. Aber wenn du nachdenkst, das ist nicht hart. Warum? Weil Gott hat uns eine zweite Chance gegeben. Wenn der Sohn Gottes Mensch wurde und für dich gestorben ist am Kreuz und du sagst, hey, ich lehne das trotzdem ab. Ich meine, warum wunderst du dich, wenn du dann in die Hölle landest? Ja, also, weil, was ich mir gedacht habe, zum Beispiel in deiner Familie, ist ja der Glauben, also deine Familie ist auch christlich, oder nicht? Ja, kann man sagen, ja. Ja, und zum Beispiel, wenn ich überlegen würde, warum bin ich jetzt Christ?
der Anfanggrund ist warum, weil meine Eltern Christen sind und ich so aufgewachsen bin. Mit der Zeit habe ich mich natürlich weit informiert, aber der Grund, warum ich jetzt ein Christ bin, ist, weil ich in eine christliche Familie geboren wurde. Und wenn ein Mensch in eine andere Familie geboren wird, die den nicht geglaubt hat, einen anderen Glauben, und wenn er nur in dieser Gesellschaft ist, dann ist er schwer, was anderes zu glauben. Ja, das ist ein gutes Argument, aber leider funktioniert sowas zum Beispiel nicht in China. Also in China würde man ja denken, dass alle Buddhisten sind, oder? In China, ich weiß nicht, was sie sind. Also eigentlich schon, aber in China sind die meisten Christen zum Beispiel. Ach so, okay. Ja. Und ich weiß, dieses Argument, ja, wenn du in einer muslimischen Familie aufgewachsen bist, dann wirst du ein Muslim und so weiter und so fort. Ich weiß. Aber es gibt richtig viele Christen, die jetzt heute noch in muslimischen Familien leben. Und ich selber, ich bin ein Christ, ich habe gesagt, zwar meine Familie ist christlich, aber nicht jeder in meiner Familie folgt Jesus. Ich habe selber Jesus erkannt und ich wandle selber mit Jesus. Das war eine eigene, bewusste Entscheidung. Ich habe Jesus nicht erkannt durch meine Familie, sondern ich selber habe Jesus im Laufe meines Lebens erkannt. Also keiner aus meiner Familie ist zu mir gekommen und meinte, hey, geh mal zur Kirche, hier ist Jesus. Keiner aus meiner Familie hat jemals mit mir über Jesus geredet. Sondern ich selber habe Jesus erkannt. Jesus hat sich mir persönlich offenbart. Sehr schön. Weißt du, und genau das ist es. Es ist eine persönliche Begegnung. So. Entwicklung auch einer, ja, ja. Weißt du, ich verstehe komplett auch, was du meinst. So, klar, Familie kann Einfluss haben und so weiter und so fort. Aber jemand, der wahrhaftig mit Gott eine Beziehung hat, dann ist es ist keine Manipulation gewesen oder kein Einfluss von außen, sondern es ist Gott selber, der sich gezeigt hat. Okay, sehr schön. Dankeschön. Gerne, ja. Danke, dass du da warst. Mach weiter so. Klar. Gott segne dich, ja. Ich auch. Klar. Was soll ich machen? Hallo? Hallo? Wie alt bist du? Du bist sehr jung. Hast du eine Frage? Ja, warum denkst du, dass Jesus Gott ist? Weil es in der Bibel steht und weil er für deine Sünden gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Also, kannst du dich was fragen? Hast du doch gerade. Also noch eine Frage. Wie viele Fragen willst du denn? Du hast ja gesagt, Jesus ist Gott. Ja, wieso ist er gestorben? Hat Jesus Mutter Jesus gesehen? Ja, hatte. Jetzt kommst du mit, ich dachte, keiner hat Gott jemals gesehen, oder? Also hat Jesus Mutter Jesus gesehen? Also Jesus gesehen. Also hat Jesus Mutter Gott gesehen? Ja, hat sie. Wie kann man denn Gott sehen? Wow, du hast mir Knockout gegeben. Sag doch, hä? Das war ein Knockout, das stimmt. Sag doch. Nein, das war ein Knockout. Hä? Sag doch. Du hast mir Knockout gegeben, also. Also ist Jesus nicht Gott? Danke, dass du da warst, ja. Oh, hallo. Wunderschönen guten Tag. Guten Tag, Bruder. Wie der Junge gerade gemeint hat, ja, ob Jesus eine Mutter hat. Schau, die heilige Maria ist ja schwanger geworden durch den Heiligen Geist. Und da ist auch Jesus entstanden. Sie hat halt mit keinem Mann geschlafen oder sonst irgendwas. Sie ist durch den Heiligen Geist schwanger geworden und da ist halt Jesus entstanden. Und wie jeder sagt, Jesus ist ein Gott, der sich gezeigt hat. Schau, man kann nicht so sagen, dass er auch ein Gott ist, aber er ist die Offenbarung. Zum Beispiel, wer an ihn glaubt, kommt sozusagen zum Vater, weißt du? Er ist der, wie soll ich das sagen, der Sohn von Gott, verstehst du? Amen. Also, Leute verstehen, weißt du, er ist Gott, er hat sich gezeigt, weißt du, ein Gott kann sich in menschlicher Form, Geist und sonst irgendwas zeigen. Aber Jesus ist der Sohn des Gottes und deswegen sagt man, Jesus ist das Licht zum richtigen Gott, halt zum Vater. Richtig, richtig. Jesus ist der Gott offenbart, er ist genau, Gott inkarniert. Genau. Wer an ihn glaubt, weil Jesus zeigt sich jedem, weil wie man so sagt, wer an ihn glaubt, ist es dieses Licht, Jesus ist unser Licht, der uns zu dem Vater von ihm bringt, weißt du? Richtig, richtig. Ja, Mann, danke dir, ja, Bruder. Hey, danke dir auf jeden Fall. Hey, danke dir, dass du mich auch genommen hast. Und sehen wir dich mal besser. Einen schönen Tag, danke dir. Ciao, ciao.
So, Leute, ich glaube, ich mache noch 15 Minuten oder so. Ich bin kaputt, ja. Ich mache noch 15 Minuten, dann gehe ich. So, deswegen, wir machen jetzt schnell Durchlauf. Also, wer hoch möchte, schickt mal eine Anfrage. Ich nehme jetzt einfach alle hoch, weißt du, weil ich gehe gleich raus. Hallo, Aken. Grüß dich, Mensa. Grüß dich, mein Bester. Was geht, Bruder? Alles soweit okay bei dir auch? Auch, ja. Okay, ich bin ja Christ. Ich weiß nicht, kann ich nur schnell eine Frage stellen oder? Natürlich, ja. Okay, und zwar, es gab eine Schwester, die hatte eine interessante Frage. Ich glaube, es ist Johannes 3,13. Da heißt es es ist niemand in den Himmel aufgestiegen, außer der Menschensohn. Kennst du die Stelle? Genau, und jetzt heißt die Frage bestimmt, aber Elia und so war der Home, oder? Genau, und ich habe das eigentlich schon versucht zu erklären, aber ich wollte mich einfach bei dir nochmal schnell absichern, wenn es okay ist. Ja, kein Problem. Du hast recht, also sie hat auch recht. Elia war in den Himmel, ja, wurde ja von Gott entrückt und auch wir Henoch auch, ja. Ja. Aber das war nicht das, was Jesus meinte. Der Kontext, im Kontext spricht Jesus mit Nikodemus, okay, das war ein Pharisäer. Ja. Ja. Und Pharisäer, die haben ja Jesus abgelehnt, okay. Und Jesus, sein Argument war, guck mal, es war nie, keiner war jemals oben. Und ist wieder zurückgekommen. Das war der ganze Sinn in dieser Aussage. Jesus wollte sagen, guck mal, alles, was ich sage, ist wahr. Warum? Weil ich komme aus dem Himmel. Klar, Henoch war im Himmel, aber Henoch ist nicht wieder zurückgekommen. Und Elia auch nicht. Verstehst du? Aber Jesus war schon mal in den Himmel. Ja. Und er ist auch wieder gekommen, runter. Und er weiß, was Gott gesagt hat. So. Also, ja, aber das dachte ich auch. Also, er kam von oben auf die Erde. Er war dann, er ist gekreuzigt, er ist auferstanden. Und dann ist er auch am Ende wieder zurückgegangen. Richtig, und also diese Aussage war ja sogar, guck mal, hast du gerade die Bibel vor dir? Moment, ja, habe ich. Okay, lies mal ab Vers 10 bis Vers 13. Was soll ich aufschlagen? Johannes, oder? Genau, Johannes Kapitel 3, Vers 10 bis, lies mal sogar bis 14, lies mal bis 14. Johannes Kapitel 3, Vers 10 bis 14. Warte ganz kurz, Johannes Kapitel 3. Moment, Kapitel 3, warte, ja. Mann. Genau, Vers 10 bis 14. Okay. Jesus antwortete, du bist Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen, das sage ich dir. Das, was wir wissen, davon reden wir. Und das, was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Aber das, was wir bezeugen, nehmt ihr nicht an. Ihr glaubt mir schon nicht, wenn ich zu euch von weltlichen Dingen spreche. Wie werdet ihr mir dann glauben, wenn ich zu euch von himmlischen Dingen rede? Noch weiter? Genau, lies mal danach. Nur einer ist in den Himmel hinaufgestiegen. Es ist der, der auch vom Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Richtig. Und siehst du den Kontext? Also er redet gerade mit den Nikodemus. Nikodemus ist ein Lehrer von Israel. Ja. Und er versteht nicht, was Jesus sagt. Und die Pharisäer glauben auch nicht, was Jesus sagt. Ja. Und Jesus, sein Punkt ist, guck mal, ich weiß, wovon ich rede. Ja, ich komme direkt aus dem Himmel. Keiner war jemals im Himmel und ist wieder zurückgekommen. Aber ich war schon mal da und ich bin hier unten, um euch das zu verkünden. Und deswegen hat er sogar gesagt, guck mal, ihr glaubt nicht mal, wenn ich euch irdische Sachen erzähle. Wie wollt ihr glauben, wenn ich euch himmlische Sachen erzähle? Genau. Ja, so hab ich's auch verstanden. Ein anderer Bruder meinte, es wäre so, dass es verschiedene Himmelsorte gibt. Also so Paradies und Himmel, aber das... Das ist Philosophie. Guck mal, das, was die meisten darunter verstehen, ist, dass Jesus irgendwie sagt, keiner war jemals im Himmel, ne? Dass keiner jemals da war. Aber das ist nicht der Sinn. Er spricht im Kontext der Menschen, die gerade da sind. Verstehst du? Guck mal, wenn, sage ich mal, du und ich und noch 10 andere Leute in einem Raum sind. Ja. Und ich sage dir, keiner war jemals in Griechenland. Ja. Dann meine ich nicht, dass noch nie irgendjemand im ganzen Universum in Griechenland war, sondern ich beziehe mich auf die Menschen, die gerade im Raum sind. Und Jesus ist gerade hier in Israel. Und er redet gerade im Kontext von Israel. Er redet gerade mit dem krassesten Lehrer von Israel. Ja, und er sagt, guck mal, ihr Israel, ihr glaubt nicht, was ich sage, aber keiner war jemals in den Himmel und ist wieder runtergekommen. Damit bezieht er sich auf die Leute, zu denen er gerade spricht. Ja. Verstehst du? Nämlich, dass nur er da war. Er sagt ja, keiner war jemals da, außer der Menschensohn. Er ist ja der Menschensohn. Ja. Und er ist wahrhaftig vom Himmel gekommen. Und er weiß, was da abgeht. Kein anderer. So. Ja.
Okay, ja. Ja, aber es gab noch von der Schwester noch eine andere Frage. Es hat sie etwas verwirrt. Sie fragte dann auch, wie kann das sein, dass zum Beispiel Elia in den Himmel kann, wenn er auch eigentlich wie jeder andere Sünder ist und Jesus noch nicht für ihn. Verstehst du, was ich meine? Also sie hat halt, ja. Ja, ist ein Kummer. Es gibt immer, ich weiß, die Bibel sagt, dass jeder Mensch muss einmal sterben und so, ne? Jeder Mensch muss sterben und danach und Ding. Aber wenn du die biblische Geschichte anguckst, dann sind auch Menschen schon mal von den Toten wieder auferstanden, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel Lazarus ist auch gestorben und hat eine zweite Chance bekommen. Er ist wieder auferstanden. Und kam zurück, ja. Weißt du, oder dieses Mädchen, also guck mal, es gibt immer eine Norm, das stimmt. Es gibt immer eine Norm, jeder muss sterben, das stimmt. Ja, und jeder stirbt nur einmal, das stimmt. Das ist immer eine Norm. Aber Gott kann auch Ausnahmen machen. Genauso wie es schon mal Menschen gab, die von den Toten auferstanden sind, eine zweite Chance bekommen haben, genauso ist es auch so, dass es einige Menschen gab, die direkt ohne zu sterben zu Gott gegangen sind, wie zum Beispiel Henoch oder Elia. Das ist aber eine Ausnahme. Sowas findest du auch im Koran. Zum Beispiel, im Koran heißt es, dass jeder Mensch von Allah geschaffen wurde. Ja, dass jeder Mensch von einem Mann und von einer Frau geboren wird. Ja. Aber da gibt es ja auch Ausnahmen, wie zum Beispiel Adam. Adam hatte keine Eltern, oder? Oder Jesus zum Beispiel hatte auch keinen Vater, keinen biologischen Vater. Ja, ja. Verstehst du? Das heißt, ja, es gibt Ausnahmen, aber das ist immer 0,00%. Gott kann immer Ausnahmen machen. Aber das ist nicht der Norm. Der Norm ist immer, dass jeder Mensch einmal stirbt und dann kommt das Gericht. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht in der Lage ist oder nicht ab und zu, wenn er denn will, irgendwelche Tote auferwecken kann. Das kann er jederzeit. Okay. Ja, vielen lieben Dank. Sehr schön erklärt. Gott segne dich, Benzer, ja. Gott segne dich auch, mein Bester. Sehr, sehr gute Fragen. Und mach mal weiter so, ja. Und du auf jeden Fall auch. Und ja, auf jeden Fall schöner Dienst von dir. Weiter so. Dankeschön, Gott segne dich. Alle Ehre dem Herrn. Alle Ehre dem Herrn. Alle Ehre gebührt Jesus Christus. So, ich mache jetzt noch die letzten 10 Minuten und dann... hallo, Pfarrer. Hi, Bruder. Gottes Segen. Gottes Segen, Christa. Gottes Segen. Hi, Bruder. Gottes Segen. Oh, das freut mich. Das freut mich, dass ich eine gläubigen christlichen Damen Jesus immer sehe. Das mich so Freude macht, weil ich bin selber. Ja, du weil dass Tipp, ich ja? mich. Ja, Amin. Oh, ja, weißt du, glaub mir, seitdem war Jesus in mein Leben reingekommen, das hat mich so viel verändert, das freut mich total. Ich bin so glücklich, das macht mich so Freude in meinem Leben. Oh, Jesus, glaub mir, das ist wie mein bester Freund geworden, wie mein Vater, wie meine Familie. Amen. Ja, Amen. Weil der ist auch selber Christus, weißt du? Amen, und das Amen. Freut mich total so sehr. Seit wann bist du denn Christin? Eigentlich bin ich von, hast du schon mal gehört, Aramäer, Bruder? Aramäer? Ja, ja. Aramäer Christen in islamischen Ländern? Ja, kommen. In Arabisch, ja. Ich bin eigentlich Aramäer, ich bin von katholischen Eltern geboren. Aber leider hätte ich nie Jesus erkannt, weißt du, so richtig. Obwohl mein Papa, der war sehr christlich streng, so katholische christliche streng. Aber so, weißt du, so richtig Beziehung mit Jesus hätte ich nicht so gehabt. Richtig. Und die Mitleid bei mir war, das ist durch die Verletzung und Herz und Traurigkeit, leider hätte ich Jesus verloren. Wie hast du wieder zu Jesus gefunden? Das ist wirklich Jesus geplant hat. Das hat wirklich geplant. Weißt du, es ist eigentlich lange Geschichte, aber ich würde nur vor kurzem machen. Das habe ich auch, weißt du, ich hatte damals vor 5 Jahren, hätte ich sehr schwer Verletzung in meinem Herz, Enttäuschung von den Menschen, dass sie mich auch mein Herz mitleid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe richtig, wirklich die Verletzung war den Herz. Und einmal, weißt du, ich laufe auf die Straße
Und ich habe so geschrien, ich habe so geweint. Ich habe gesagt, Jesus, geh einfach weg von mir. Ich will nicht von dir zu tun haben. Und dann habe ich, weißt du, ja, und dann habe ich gerufen, aber das war nicht von ganz Herzen, weil der Jesus weiß schon, dass es nur, dass sie mich wütend macht, das ist durch die Verletzung, sondern nicht von ganz Herzen. Und deswegen, ja, und deswegen, weißt du, ja, es, ich weiß, was ich sagen soll, ist, das war keine schöne Zeit, ich habe aber Angst, ja, ja, aber Satan. Lebst du in Deutschland? Sorry. Ja, Bruder, ich lebe in Deutschland. Ja, ich bin mit 16 nach Deutschland gekommen. Du weißt genau, als Christin bei muslimischen Ländern, da sind so viele Verfolgen, weißt du, kennst du das. Und leider flüchten wir immer hier, ja, dass wir einfach unsere Religion Frieden wollen. Ja, und ja, und Bruder, das ist so, ist es tut mir wirklich leid für die Aramäer dort, weißt du, ist es leider, wir können nicht mal unsere Religion in Frieden. Verstehe. Ja, dann genau, freut mich, Jesus gefunden hast. Also freut mich auch, dass du jetzt hier bist, weißt du? Amin, ja, das freut mich auch. Das freut mich sehr, sehr auch, Bruder. Ja, weil, weißt du, ich glaube, wir sind eine Gemeinde und der Bibel hat das auch so gesagt, weißt du, dass wir uns so Gemeinden sind und deswegen, wenn wir alles Christliche mit Namen Jesus und das macht so Freude, weißt du, besonders richtig, Christliche. Richtig. Ja, und ja, wie gesagt, deswegen, wir sind alle Kinder von Jesus. Vorhin, ich habe Muslime gefragt, ob sie Frieden mit Gott haben. Und sie konnten mir keine Antwort geben. Genau. Sie haben keine Frieden mit Gott. Weil, und das ist so genau, schade. Das ist wirklich schade, Bruder, weil ich weiß nicht, von welcher Nationalität bist du, aber eigentlich, Afghaner. Weißt du, Afghaner? Ghana, ich bin aus Ghana. Ah, aus Ghana, oh mein Gott, ich habe eine beste Freundin, ich kenne sie vor 12 Jahren, 13 Jahre schon, die kommt auch aus Ghana, ich freue mich auf sie so sehr, wir sind so gut befreundet. Ja. Also Ghana ist ein sehr, sehr christlich geprägtes Land auch. Ah, okay, in Südafrika, oder? Nee, Ghana ist in Westafrika. In Westafrika. Genau, okay. Das Land mit dem besten Jollof und das Land mit dem besten Fufu, also das Land mit dem besten Essen in Afrika überhaupt. Ja, wo? In ganz Afrika, okay. In ganz Afrika haben wir das beste Essen. Warte mal, ich nehme mal kurz die anderen Gäste. Ja, was geht? Ja. Hallo, was geht? Gottes Segen. Mensa, du bist echt eine Legende. Gefällt mir, was du machst. Du machst deinen Job wirklich richtig. Alle Ehre dem Alles, Herrn. Alles, was du sagst, ja, alle Ehre dem Herrn. Du machst es echt gut. Wie bitte? Haben wir arabische Unterricht hier oder was? Ich weiß nicht. Also jedes Mal, wenn Muslime kommen, das Erste, was sie sagen, ist irgendwie Weißt du, Bruder, was das Problem ist? Sorry, unterbrechen, Schwester. Du weißt genau, ich komme von arabischen Ländern und ich kann schon arabisch Schrift schreiben, lesen und sprechen. Oh, okay. Und ich habe nicht mal Koran gelesen, alles komplett gelesen, sondern habe es Hadith auch gelesen. Die haben so viele Hadith. Mhm. Und was da drin stehen ist, das Problem, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie kann man solche Menschen solche Buch glauben? Stellst du, was ich meine? Das ist sehr, sehr schade. Also das bricht mir auch das Herz jedes Mal, wenn ich merke, wie Muslime an den Koran glauben oder wie sie die Bibel ablehnen. Die verstehen auch, ja. Aber vergisst du das nicht, Bruder, auch so viele Muslime, die verstehen es auch richtig. Verstehst du? Ich habe viele Freundinnen aus der Türkei, die sagen immer zu mir, wir verstehen gar nicht, die verstehen nicht mal das Buch, aber ich verstehe das nicht, was ist der Gott, weißt du, welcher Gott ist das?
welcher Gott ist, das bringt das ein Buch, dass sie nicht mal verstehen, dass sie nicht mal Frieden haben. Und es ist leider so viele Sachen, die steht drin, Bruder. Es ist schlimm, Sachen, schlimm, schlimm. Das ist wirklich nur von Satan. Gottes Segen. Gottes Segen, Gottes Segen. Gottes Segen, Bruder Mensa. Ich wollte nur kurz was zum Fufu sagen, wenn ich darf. Let's go, erzähl mal. Fufu ist sehr lecker, aber man darf das nur mit den Händen essen. Hey, glaubst du mir, ich esse Fufu mit Löffel? Glaubst du mir das? Wie isst du das? Ich esse mit Löffel Fufu, komischerweise. Warum? Du bist kein richtiger Afrikaner, Bruder. Hey Leute, ich als Europäerin weiß, dass man das mit den Händen isst und ich hab's mit den Händen gegessen. Und du sagst mir, du isst es mit dem Löffel. Okay, guck mal, ich erzähl dir warum. Ist es manchmal mit Löffel und manchmal mit Händen. Okay. Also, ja? Guck mal, Leute, ich erzähl euch warum. Guck mal. Ich habe früher eine Ausbildung gemacht, okay, als Kfz-Mechaniker. Guck mal hier, Kfz-Mechaniker war ja so, dass... Oh, guck mal, Ascha ist gerade Fufu, guck mal. Ascha ist gerade Fufu, guck mal. Ich habe gerade mit Soße gegessen, ja? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Bruder, das sieht so gut aus. Ja, ich hab ungefähr vor 2 Stunden noch Jollof gegessen. Muss ehrlich sein, Ghana hat den besten Jollof von ganz... Afrika. Sauber. Aber sauber, ich habe leider, ja, hoi Leute, ich bin neidisch. Ich habe leider nicht probiert. Ja, dann wird es sein. Lecker, wirklich. Guck mal, Leute, ich muss mich rechtfertigen. Löffel esse. Es hat einen ganz einfachen Grund. Das möchte ich aber jetzt gerne wissen. Okay. Ich erzähle. Ich war früher. Und wenn du sowas arbeitest, warte mal, jemand ist. Genau. Wenn du als Kfz-Mechaniker arbeitest, dann hast du immer dreckige Hände nach der Arbeit. Du hast immer so ölige Hände. Selbst wenn du deine Hände wäschst, du fühlst, deine Hände sind eklig. Und deswegen habe ich immer dann Fufu mit Löffel gegessen und ich habe mich seitdem dran gewöhnt. Weil